Zum Jubiläumspanel begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich bin Christoph Nübel. Ich bin Vorstandsmitglied im AKM, Historiker am ZMSBW. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich jetzt hier spreche und nicht der Vorsitzende Martin Klaus, dann liegt das daran, dass ich mit Wenke Mitteling gemeinsam dieses Jubiläumspanel konzipiert habe und einfach vorab einige Dinge vorweg schicken möchte, einfach zum Technischen und zum Ablauf. Wir werden heute gleich das Grußwort von Martin Klaus hören. Dann wird Sönke Neitzel, der sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, eben einen Impulsvortrag zu halten, wird eben uns einführen mit einem kurzen, knackigen, thesenhaften Vortrag in die Militärgeschichte und in die Geschichte des AKM. Und dann werden wir eine Podiumsdiskussion haben, die Frau Hämmerle aus Wien moderiert, mit dem Titel Vereinte Militärgeschichte, der Arbeitskreis Militärgeschichte e.V. und die Entwicklung einer historischen Subdisziplin. Soweit zum Ablauf. Vielleicht ein paar technische Hinweise. Man hört jetzt schon im Hintergrund so einige rascheln und irgendwas sagen. Da sind wir gleich schon beim ersten Punkt. Also wir würden Sie bitten, wenn Sie nichts, keinen Wortbeitrag leisten, nichts sagen, dass Sie Ihr Mikro bitte abschalten und auch die Kamera. Das liegt daran, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen. Sie sehen vielleicht oben links einen Aufnahmebutton. Wir wollen diese Veranstaltung erstmal archivieren, also eine historische Veranstaltung natürlich nicht nur, weil der AKM 25 wird, sondern auch, weil wir hier unter Corona-Bedingungen arbeiten und wir wollten eben aus der Not eine Tugend machen und eben die TeilnehmerInnen und Teilnehmer, die jetzt hier auf dem Panel sitzen, sozusagen auch filmen, damit wir dann später das vielleicht auch im größeren Publikum zur Verfügung stellen können. Das bedeutet aber auch, Sie müssen sich deshalb halt ausschalten, wir werden nicht von Ihnen allen sozusagen die Einverständnis einholen können, dass wir Sie filmen dürfen. Also deshalb bitte, wenn Sie sich ausschalten würden, Mikro und Kamera, wäre das sehr nett. Sie haben nachher, nach der Podiumsdiskussion, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diesen Teil wird Frau Hämmerle moderieren. Da würde ich Sie dann bitten, an Frau Hämmerle selbst im Chat, Sie können also sozusagen auch an Personen im Chat schreiben, an Frau Hämmerle selbst Ihre Frage zu richten bzw. aufzuzeigen, dass Sie etwas fragen möchten, oder Sie nutzen diese Möglichkeit der blauen Hand. Dann tauchen Sie sozusagen in den Teilnehmern ganz oben auf und werden dann auch von Frau Hämmerle gesehen und haben dann eben zum Schluss die Möglichkeit, auch noch eine Frage zu stellen. Soweit also von mir. Also nochmal die Bitte, wirklich Kamera und Mikro bitte ausschalten, außer diejenigen, die hier in Funktion mit teilnehmen. Und das war schon von mir. Jetzt übergebe ich an Martin Klaus. Ja, Christoph, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Arbeitskreises Militärgeschichte, im Namen des Arbeitskreises begrüße ich Sie herzlich zu dieser Veranstaltung. Mein Name ist Martin Klaus, ich leite an der Technischen Universität Chemnitz die Professur für die Geschichte Europas im Mittelalter und in der frühen Neuzeit und ich bin derzeit der Vorsitzende des Arbeitskreises Militärgeschichte. Es freut mich sehr, dass Sie alle und so zahlreich sich heute zugeschaltet haben, um mit uns ein Jubiläum der besonderen Art zu feiern. Der AKM wurde 1995 gegründet und damit im Jahre 2020 stolze 25 Jahre alt. Wir feiern also ein Vierteljahrhundert AKM und das ist in meinen Augen etwas Besonderes und verweist auf eine Erfolgsgeschichte. Der Verein zählt heute über 500 Mitglieder im In- und Ausland. Es wurden 23 Jahrestagungen durchgeführt. Nach 2 Jahren Anlaufzeit tagt der AKM seit 1997 regelmäßig einmal pro Jahr. Die große Mehrheit dieser Tagungen mündete in einem Tagungsband. Nach meiner Zählung sind es bislang 15 und mindestens einer ist derzeit auch noch in Vorbereitung. Ich gebe zu, dass ich nicht alle Bände von vorne bis hinten gelesen habe. Von den Bänden, die ich kenne, weiß ich aber, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Militärgeschichte leisten und dass sie im Fach etabliert und geschätzt sind. Darüber hinaus hat der AKM etliche Workshops finanziert und mitveranstaltet, diverse Exkursionen organisiert und auch auf anderen Wegen den Vereinszweck verfolgt. Der Vereinszweck, das ist die Förderung der Militärgeschichte. Ich finde, diese Bilanz kann sich durchaus sehen lassen. In seiner 25-jährigen Geschichte hat der Verein auch einige Veränderungen durchgemacht. Wir hatten bislang 14 verschiedene Vorstände mit 32 Vorstandsmitgliedern, die sich alle in unterschiedlichen Funktionen und Konstellationen um den Verein verdient gemacht haben. Dafür möchte ich an dieser Stelle sehr herzlich danken. Ein spezieller Dank geht an die Ehrenvorsitzenden unseres Vereins, die sich ganz besonders verdient gemacht haben. Wilhelm Deist war der Gründungsvorsitzende und hat den Vorstand von 1996 bis 2002 geleitet. Auch Gerd Krummeich war von Anfang an dabei und als zweiter Vorsitzender von 1996 bis 2005 im Vorstand aktiv.
Stig Förster hat den AKM dann von 2002 bis 2017 geleitet. Allen Ehrenvorsitzenden verdankt der Verein viel. Alle waren bzw. sind dem Verein auch über die Vorstandstätigkeit hinaus verbunden und stehen dem aktuellen Vorstand mit Rat und Tat zur Seite. Im Namen des Vorstands und des ganzen Vereins danke ich dafür herzlich. Es ist vielleicht wenig überraschend, dass ich als Mittelalterhistoriker auf ein Sprachbild aus dem 12. Jahrhundert zurückgreife, um das Verhältnis zu unseren Vorgängern im Vorstand zu beschreiben. Nanos, Gigantium, Humeris, Incidentes. Zwerge auf den Schultern von Riesen sitzend. Mit diesen Worten hat Bernhard von Schachtre das Verhältnis zwischen Gelehrten beschrieben. Die Jüngeren sehen mehr und weiter als die Älteren. Und das liegt nicht an ihrer besseren Sehkraft, sondern eben daran, dass sie wie Zwergen auf den Schultern von Riesen sitzen. In diesem Sinne genießen wir heute als AKM eine gute Aussicht und können auf die Leistung der vergangenen 25 Jahre aufbauen. Und in diesem Sinne blicken wir zurück auf eine erfolgreiche Vereinsgeschichte mit etlichen Neuerungen und Weiterentwicklungen. Ich nenne nur das Jahr 2012, als unsere Internetpräsenz, das Portal Militärgeschichte, online ging. Heute ist diese Seite ein Aushängeschild für den Verein und eine feste Größe in der Wissenschaftskommunikation im In- und Ausland. Ganz aktuell finden sich hier eine Reihe von Interviews zum Jubiläum des Vereins, wie ich finde, mit sehr interessanten Einblicken. Inzwischen haben wir auch ein neu gestaltetes Logo und einen veränderten zeitgemäßen Internetauftritt. Aber wir blicken nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. Und damit bin ich bei dem, was den AKM in meinen Augen ganz zentral ausmacht, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich der Militärgeschichte. Das war und ist dem AKM immer ein wichtiges Anliegen. Unser Verein will dem Nachwuchs eine Plattform bieten, um sich zu präsentieren und um sich auszutauschen. Dazu gehört auch eine offene Diskussionskultur, die sich auf Argumente konzentriert und nicht auf den Status der Beteiligten. NachwuchswissenschaftlerInnen sind auf unseren Tagungen immer sehr stark vertreten und seit 2006 verleiht der AKM den Wilhelm-Deist-Preis. In Erinnerung an unseren Gründer prämieren wir herausragende Abschlussarbeiten auf dem Gebiet der Militärgeschichte, die der Dissertation vorgelagert sind. Das Preisgeld wird finanziert durch eine großzügige Spende der Familie Deist, für die ich mich an dieser Stelle erneut bedanken möchte. Wenn man einen Blick in die Liste der PreisträgerInnen wirft, findet man dort Personen, die inzwischen in der Militärgeschichte fest etabliert sind und etwa auch in unserem Vorstand aktiv sind. Daraus schließe ich, dass die Kriterien der Preisvergabe gut funktionieren und wir bei der Auswahl immer wieder ein gutes Händchen bewiesen haben. In diesem Sinne freut es mich sehr, dass ich Ihnen heute auch die PreisträgerInnen des Wilhelm-Deist-Preises 2020 vorstellen darf. Sie haben sich nicht verhört. Wir vergeben heute die Preise für 2020 und wir vergeben zwei Preise. Beides hat mit der Corona-Situation zu tun. Traditionell findet die offizielle Preisverleihung mit Urkundenübergabe, mit Laudatio und mit Vortrag auf der Jahrestagung statt. In dieser Tradition werden wir die PreisträgerInnen, die ich Ihnen heute nur kurz präsentieren kann, auf unserer nächsten Jahrestagung, die Anfang Oktober in München stattfinden wird, gebührend würdigen und auszeichnen. 2020 war alles ein bisschen anders. Unsere Jahrestagung musste verschoben werden. Wir konnten nicht im Herbst in Potsdam am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr tagen, sondern haben uns vor einer Woche digital getroffen. Viele von Ihnen waren ja auch dabei. Und wir haben eine etwas kleinere, aber wie ich finde, sehr gelungene Tagung gehabt. Die Corona-Pandemie ist auch der Grund dafür, dass wir uns heute digital versammelt haben und unser Jubiläum mit einer gewissen Verzögerung begehen. Aber es gibt auch positive Aspekte der Situation. Als wir die Einreichungen für den Deist-Preis 2020 gesichtet haben, standen wir im Vorstand vor einem Problem. Uns lagen zwei herausragende Arbeiten vor, die beide ohne Abstriche preiswürdig sind. Das ist ein schönes Luxusproblem, zumal wir ihm sehr elegant begegnen können. Durch Corona hat der AKM 2020 nämlich einiges an Geld gespart. Eine digitale Jahrestagung kostet weniger als eine Präsenzveranstaltung und auch in anderen Bereichen fielen weniger Kosten an. Daher sind wir in der Lage, im Jubiläumsjahr zwei Preise auszuloben und zwei herausragende Arbeiten ohne Abstriche in der Ausgestaltung des Preises zu prämieren. Der Wilhelm-Deist-Preis für Militärgeschichte 2020 geht also an, in alphabetischer Reihenfolge, Linus Birrell, der eine Masterarbeit in Freiburg geschrieben hat mit dem Titel »Die Rezeption der deutschen Stoßtruppen des Ersten Weltkriegs in der Weimarer Republik« und an Monique Lichtenberg, die hat eine Masterarbeit in Zürich geschrieben zum Thema »Zwei Schweizer Ärzte im fernen Osten, Wissenschaft, niederländischer Imperialismus, das Schweizer Bürgertum und die Kolonie als Kapital, ca. 1879 bis 1935«.
Herzlichen Glückwunsch an die beiden Preisträgerinnen. Wie gesagt, die richtige Preisverleihung folgt im Herbst. In meinem Manuskript habe ich jetzt hier geschrieben, Pause für Applaus. Und vielleicht können wir auch im digitalen Zeitalter eine kleine Form des Applauses hier geben für die beiden Anwesenden. Genau, die Hände erscheinen auf meinem Bildschirm. Wunderbar, vielen Dank. Das Sprachbild der Zwerge beinhaltet einen guten Blick zurück und nach vorne. In diesem Sinne verstehe ich auch unser nun folgendes Jubiläumspanel Vereinte Militärgeschichte, der Arbeitskreis Militärgeschichte e.V. und die Entwicklung einer historischen Subdisziplin. Wir wollen unser Jubiläum zum Anlass nehmen und über die Geschichte des Arbeitskreises nachdenken und vor allem über die Entwicklungen sprechen, die für die Militärgeschichte als Subdisziplin wichtig waren und wichtig werden. Das Panel soll nicht nur ein Blick zurück sein, sondern auch Impulse geben für die Zukunft. Die Zukunft der Disziplin und somit auch für die Zukunft des Vereins. Schließlich wollen wir als AKM weitere 25 Jahre erfolgreich sein, mindestens weitere 25 Jahre. Und wir als aktueller Vorstand wollen ja irgendwann auch mal die Riesen unter den dann neuen Zwergen sein. Vielleicht ist die große Bandbreite, welche die beiden gerade prämierten Arbeiten repräsentieren, ein Fingerzeig für die Zukunft der Militärgeschichte. Mein Eindruck ist, dass militärhistorische Fragestellungen immer stärker in allen Teilbereichen der Geschichtswissenschaft und benachbarter Fächer ausgreifen. Der Aspekt Militär erlangt immer mehr Aufmerksamkeit, auch bei Ansätzen, die nicht klassisch militärhistorische Anliegen verpflichtet sind. Ich freue mich, dass es gelungen ist, ein sehr interessantes Panel zusammenzustellen mit hochgeschätzten Kolleginnen und Kollegen. Dafür danke ich Wenke Metteling und Christoph Nübel, die dieses Panel organisiert haben. Für die technische Umsetzung geht mein Dank, wie schon letzte Woche, nach Münster an Ulrike Ludwig und Nadine Zielinski. Ich danke natürlich auch allen Panel-Teilnehmerinnen und wünsche uns allen eine gute Diskussion. Und nun übergebe ich wieder an Christoph Nübel, der uns weiter durchs Programm führen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Martin. Ich darf Ihnen jetzt allen Sönke Neitzel vorstellen. Sönke Neitzel ist Professor für Militärgeschichte, Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Und zuvor hat er Stationen in Mainz, Glasgow und London absolviert. Lieber Sönke, wie ich gerade gesehen habe beim Stalk im Internet, hast du dein Abitur an der Klaus-von-Stauffenberg-Schule gemacht. Und wer weiß, ob das nicht vielleicht auch schon eine erste Spur war zur Militärgeschichte. Möglich ist es. Sönke Neitzel ist jahrelanges Mitglied im AKM und war zwischen 2005 und 2015 zweiter Vorsitzender und aus dieser Zeit kennen wir uns auch. Er ist jemand, der pointiert formuliert und auch mal zuspitzt und vielleicht rührt daher auch seine Beliebtheit in den Medien. Also er ist ein gefragter Militärhistoriker, der das Fach auch im Fernsehen und in der Presse vertritt. Er hat zahlreiche Beiträge vorgelegt mit einem Schwerpunkt, so kann man vielleicht sagen, Geschichte des Zeitalters der Weltkriege und der Wehrmacht. Und zuletzt ist von ihm erschienen Deutsche Krieger 2020, ein Überblick über 150 Jahre deutscher Militärgeschichte. Und damit denkt der AKM, Sönke, bist du besonders ausgewiesen qualifiziert, jetzt hier uns in einem kurzen Impuls in die Podiumsveranstaltung einzuführen. Und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Ich sehe, dass meine Internetverbindung nicht die allerstabilste ist. Und wenn man mich gar nicht versteht, lieber Christoph, musst du mir einen Hinweis geben, dann schalte ich die Kamera aus. Und wenn auch das nicht hilft, würde ich mich nochmal neu einwählen. Aber vielleicht kann man das auch so halb als Lückentext verstehen, was ich sage. Also ich mache das sehr gerne. Ich habe nochmal im Archiv bei mir gewühlt und habe, ich halte es in die Kamera, den ersten Newsletter rausgefischt, der von 1995 kommt. So allzu viele Exemplare wird es davon nicht mehr geben. Und ich bin als ein Gründungsmitglied, habe also seit 25 Jahren die Geschichte des AKM mitverfolgt. Was will ich kurz machen? Ich will versuchen zu ergründen, warum eigentlich der AKM ein Erfolg wurde. Ich glaube, es gibt ja viele Vereine, Vereinigungen, Gesellschaften im Bereich der Historiker. Aber der AKM ist aus meiner Sicht ein ganz besonderer Erfolgsfall. Martin Klaus hat es erwähnt, über 500 Mitglieder. Es ist wahrscheinlich neben dem Historikerverband der Verband von universitären Historikerinnen und Historikern mit der meisten Zahl der Mitglieder. Warum eigentlich? Und ich möchte beginnen mit einem Telefonat, das ich führte im Oktober 1995 mit Bernd Wegner, damals noch am MGFA. Und ich weiß gar nicht mal, über was wir redeten, Bernd Wegner und ich. Auf jeden Fall
hat Bernd Wegner ganz kurz erwähnt, ja, da würde ja auch jetzt in Freiburg ein neuer Verein gegründet, ein Arbeitskreis Militärgeschichte. Und ich sagte, ach, das ist ja interessant. Ich habe mich dann also flugs angemeldet, hatte bisher noch nichts davon gehört. Der Weg, ich war damals in Mainz, von Mainz nach Freiburg war ein kurzer. Und so war ich einer der 79 Teilnehmer der Gründungsversammlung des Vereins am 21. 22. Oktober 1995. Man traf sich zunächst, ich glaube im KG4 war es, in einem kleineren Raum. Wir mussten dann umziehen, weil die Veranstalter doch nicht mit einem so großen Zuspruch gerechnet hatten. Und auch nach dieser Veranstaltung hat sich die Nachricht von der Gründung des Vereins rasch verbreitet. Ich habe es jetzt nochmal im ersten Newsletter nachgelesen. Die Mitgliederzahl ist dann bis Jahresende schon deutlich über 100 angestiegen. Es gab also ein großes Interesse und dann vor allen Dingen bei den sogenannten, was immer das sein soll, Nachwuchswissenschaftlern, also den Magistranten, den Doktoranden, Postdocs, das sah man auch bei der Gründungsveranstaltung. Und dieser Akt der Vereinsgründung war also ein voller Erfolg. Nun ist es aber wichtig zu sehen, dass es ja eigentlich einer Initiative von oben bedurft hat, um diesen Verein wirklich ins Leben zu führen. Und wir alle kennen das vielleicht aus den Erzählungen. Stig Förster, damals einer der jungen Wilden, 1994 aus Augsburg frisch nach Bern berufen, hatte auf dem Leipziger Historikertag diese Idee. Deswegen hat man dann lange auch immer von bis heute von der Stig Society gesprochen. Das war, glaube ich, ein Ausdruck von Gerd Krummeich, der das geprägt hat. Also Stig hatte die Idee, aber dann war es eine konkrete Vernetzung in Freiburg, die dann dieses Vereinsleben möglich machte. Also einerseits Wilhelm Deist, der leitende Historiker des MGFA, der 93 in Pension gegangen war und jetzt konnte man sagen, der auch die Zeit hatte, dieses Ganze, es ist ja ein bisschen aufwendig, in Deutschland einen Verein zu gründen, der also als erster Vorsitzender dann bis 2002 agierte, bis kurz vor seinem Tod, das also auch sozusagen betreuen konnte. Und dann Gerd Krummeich, der damals Professor am Historischen Institut in Freiburg war, der auch die notwendigen Ressourcen hatte. Das begann mit der Versendung des Newsletters, aber auch Susanne Brandt, Gundula Bavendam haben das im Keller vom KG4 zusammengetackert. Es gab also Hilfskräfte und die Möglichkeiten, sich hier um den Verein zu kümmern. Und Gerd Krummeich, ich erinnere das noch sehr genau, konnte damals auf der Gründungsversammlung verkünden, dass er gerade den Ruf erhalten hatte, auf den Lehrstuhl seines akademischen Lehrers Wolfgang Mommsen nach Düsseldorf, also einer der prominentesten, wichtigen Lehrstühle der historischen Zunft. Förster und Krummeich waren, wenn man das nochmal historisch betrachtet, gewissermaßen akademische Best-Ager. Stig war, man kann es kaum glauben, 44 Jahre alt. Damals, Gerd war 50 Jahre alt, also sie waren in der besten Phase ihrer akademischen Karriere. Sie waren erfolgreich, sie hatten sozusagen jetzt dann noch eine Wegstrecke vor sich, viele Ideen, viel Kraft und Initiative für die kommenden Jahre. Das ist eine ganz interessante, biografisch betrachtet, würde ich jetzt sagen, als Historiker, aber in welche Phase der Karriere in dieser beiden, diese Vereinsgründung dann viel zu nennen. Und das sind eben nicht nur diese beiden gewesen, mit Wilhelm Deist verbunden, sondern das Entscheidende zu dem Erfolg, glaube ich, war, dass es ein Netzwerk von enger oder loser verbundenen Professoren gab, die so man würde auf Englisch sagen, Research Environment gebildet haben. Also da war Gerd Hirschfeld zu nennen, der Leiter der Bibliothek für Zeitgeschichte war, ebenfalls Mommsen-Schüler wie Krummeich und Förster. Man kannte sich also von früher aus Düsseldorf, eng mit Gerd Krummeich befreundet. Und alle drei hatten nicht nur Karrierestationen in Deutschland, sondern eben auch gerade international, Krummeich nach Frankreich und Stig Förster dann auch London und Washington und Gerd Hirschfeld auch in London. Und sie hatten also sozusagen das Ausgreifen auch in die Internationalität und gerade Großbritannien, USA, war die Militärgeschichte ja eher etwas weiter voran. Und das Memorial in Frankreich ist zu nennen, Gerd Krummeich, aber auch eben die Kultur- und Mentalitätsgeschichte in Frankreich, die dann ja nach Deutschland rüberschwappte, dazu komme ich noch. Von Seiten des MGFA
ist die Gründung des AKM sicher nicht unisono begrüßt worden, wobei es da unterschiedliche Überlieferungsstadien gibt und man kann natürlich nicht von dem MGFA sprechen. Das ist wie heute mit dem ZMSBW. Es gibt sehr, sehr viele und unterschiedliche Positionen da. Was ich sagen aktenkundig habe, ist, dass Hans-Erich Volkmann, Deists Nachfolger, sicherlich not amused war, dass jetzt sein Vorgänger diesen Verein mitgründete. Und auch der damalige Amtschef Werner Rahn konnte mit der dezidiert kulturgeschichtlichen Ausrichtung des AKM sicher wenig anfangen. Dann erinnern wir uns an Wolfram Wette, der sozusagen im Kromeichlager immer herrlich der Friseur genannt wurde. Wette war schon damals auf dem Friedensticket unterwegs und übte sich in politischer Geschichtsschreibung. Aber die allermeisten Mitarbeiter des MGFA waren sehr wohlwollend, sehr offen. Etliche wurden bald Mitglieder und Rüdiger Obermanns und Jürgen Förster sogar Vorstandsmitglieder. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, wenn man mal vielleicht von Volkmann absieht, dass die meisten Mitarbeiter des MGFA eine große Nähe zum AKM hatten und es da keine institutionellen Konkurrenzen gab und zumindest keine, die man nicht überwinden konnte. Und für die weitere Entwicklung der Militärgeschichte war auch wichtig, dass zwei Jahre nach der Gründung des AKM, 1997, als der AKM so ein bisschen Fuß fasste, die erste Jahrestagung auch machte, dass zwei MGFA-Mitarbeiter auf Professuren berufen wurden, nämlich Bernd Wegner an die Uni BW in Hamburg und Bernhard Gröner auf den neu eingerichteten Lehrstuhl Militärgeschichte an der Uni Potsdam und mein Vorgänger auf einen Stiftungslehrstuhl des Verteidigungsministeriums für 5 Jahre bezahlt. Das Historische Institut hat dafür die osteuropäische Geschichte geopfert. Und das war eine einmalige Sache. Das gab es ja in Deutschland nicht. Und die beiden kamen aus dem MGFA, waren befreundet, sind bis heute ja eng befreundet. Und damit bildete sich eine weitere Achse. Also neben den, ich nenne sie mal den Mommsen Boys, bildete sich hier eine Achse, die aus dem MGFA kam. Und die waren, Wegner und Gröner, jetzt nicht direkt mit dem AKM verbunden im Vorstand oder so. Und Gröner hat ja auch im AMG, Arbeitskreis für Militär und Gesellschaft der frühen Neuzeit, war er tätig. Aber sie waren doch sehr kollegial mit der Achse Deist, Förster, Krummach, Hirschfeld verbunden. Und sie haben ja zusammen auch dann bei seit 1999 bei Schöning die Reihe Krieg in der Geschichte herausgegeben. Also Gröner, Wegner und Stig Förster, eine ganz wichtige Publikationsalternative zum MGFA, die es ja auch immer gab, aber das hat immer sehr lange gedauert. Und Schöning hatte einen ganz findigen Lektor, Michael Werner, genannt Ostfront Werner, der ein großes Interesse an der Militärgeschichte hatte, zum Hausverlag des AKM wurde, avancierte. Und manchmal hat man das Gefühl gehabt, er hat Schöning zu einem Militärgeschichtsverlag gemacht. Also das war für den AKM sicherlich sehr, sehr hilfreich. Und dieses Netzwerk, lose verbunden, kann man noch mit weiteren Namen ergänzen. Natürlich Jost Dülfer in Köln, ist, glaube ich, auch hier heute unter den Zuhörern, Jörg Nagler in Jena, vor allen Dingen natürlich Bernd Greiner am HIS. Bernd wurde 1994 Bereichsleiter am HIS in Hamburg, war bald dann auch mit Stig Förster befreundet. Und hatte da natürlich erhebliche finanzielle Ressourcen, war ein ganz, ganz wichtiger zentraler Unterstützer des Arbeitskreises Militärgeschichte. Also das Hamburger Institut war dann auch für die Karriere einiger AKM-Mitglieder ja durchaus eine sehr wichtige Station. Das heißt, 5 Jahre nach der Gründung, wenn wir mal von 95 bis 2000 mal gehen, hatte sich durch gemeinsames Interesse, durch Freundschaften, durch kollegiales Miteinander doch ein Netz von so einem halben Dutzend plus Professuren herausgebildet, die Militärgeschichte in Deutschland und der Schweiz, Stig dann in der Schweiz, mit ihren Initiativen deutlich vorangebracht haben. Und diese Initiative von oben, das große Interesse von unten, hat einen Megatrend der Geschichtswissenschaft abgebildet, der seit Anfang der 1990er Jahre zunehmend auch die Forschung vom Militär und Krieg erfasst hatte, nämlich die Kultur- und Mentalitätsgeschichte, die von Frankreich nach Deutschland herüberschwappte, die deutsche Geschichtswissenschaft prägte. Und so war praktisch der AKM ein Teil, zumindest in seiner Prägekraft, ein Teil dieses allgemeinen Trends. Und deswegen war es auch besonders anschlussfähig.
Man denke nur an das DFG-Projekt Soziale Mentalitätsgeschichte des Ersten Weltkriegs von 93 bis 97 von Langewiesche aus Tübingen, Krummeich, Ullmann und Hirschfeld und dann daraus zum Teil erwachsen dann auch der SFB-Kriegserfahrung seit 1999 in Tübingen von Langewiesche und Döring-Manteuffel. Das war nicht jetzt institutionell mit dem AKM verbunden, aber hat insgesamt die Research Environment natürlich ungemein bereichert. Und dann haben wir die berühmten Total War Konferenzen von Stig Förster von 92 bis 2001. Das nahm eben diesen Trend auf, hat dann aber auch neue Trends, ich nenne nur die Geschlechtergeschichte, mitgenommen. Und insgesamt ist sicherlich, wenn man das gesamtgesellschaftlich sieht, auch diese Frage relevant gewesen. Das kann man auch in den Interviews auf dem Portal nachlesen. Ich glaube, bei Gerd Krummeich auch, das wiedervereinigte Deutschland sich dann schon fragte, wie gehen wir eigentlich jetzt sicherheitspolitisch in die Zukunft. Der Jugoslawienkrieg hat ja auch dazu angeregt, über diese Fragen sagen, neu nachzudenken. Die Wehrmachtausstellung, also diese deutsche Gesellschaft hat sich mehr denn je vielleicht mit Sicherheitspolitik, mit Geschichte, mit Kriegen, mit dem Militär befasst. Und da passte dieser AKM in einer methodischen Erweiterung in die Zeit hinein. Interessant ist allerdings, dass, also wir wollen ja auch nicht nur jetzt Hagiographie betreiben, dass einerseits der AKM eine wichtige Strömung der allgemeinen Geschichtswissenschaft mit aufnahm, die Kultur- und Mentalitätsgeschichte, aber er über seine Mitglieder interessanterweise nie prominent im Verband der Historiker verankert war. Also wenn ich das richtig sehe, ist jetzt keiner der Mitglieder oder der Vorstandsmitglieder irgendwie im Vorstand des Verbandes der Historiker gewesen. Also man hatte diskursiven Anschluss an die allgemeine Historikerschaft, aber keinen institutionellen. Und der AKM war natürlich nicht nur ein Verein von Kulturhistorikern. Das ist jetzt das ganz Besondere, warum es ihn auch meines Erachtens noch gibt und warum es ihn so zahlreich mit den Mitgliedern gibt. Er war eine Vereinigung von allen denkbaren Zugängen. Von der Geschlechtergeschichte bis zur Operationsgeschichte, das kann man schon an zwei Jahrestagungen deutlich machen, 1999 von Karin Hagemann zur Geschlechtergeschichte in Berlin und 2001 zur Operationsgeschichte an der Uni Potsdam. Beides ging und er vereinte so unterschiedliche Persönlichkeiten, wer sie kennt, weiß das, von Karin Hagemann bis Karl-Heinz Friese. Und das auch über Epochen übergreifend, wobei der Schwerpunkt sicher insgesamt eher auf der Moderne lag, nicht nur, aber eher auf der Moderne. Und diese, also unsere Berufsfeld ist ja nicht gerade arm an sozialen Konflikten und der Historiker als solcher ist ja auch vielleicht eine besondere Spezies und vielleicht der Militärhistoriker im Besonderen. Dass genau nun diese Vereinigung sich nicht in internen Streitigkeiten zerlegte, in weiß ich nicht, Abspaltungen oder dergleichen, das ist eine ganz besondere Leistung. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr stark das Werk von Stig, nicht allein, aber sehr, sehr stark das Werk von Stig Förster. Und das kann aus meiner Sicht gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, in einem Fach, in dem der soziale Umgang, wie gesagt, nicht ganz so einfach ist. Stig war aus meiner Sicht als Teilzeuge gesprochen die große Integrationsfigur, auch auf den Vorstandssitzungen, der das eine tat und das andere nicht ließ. Er immer neugierig, immer offen war in jede Richtung, eben auch in Richtung Operationsgeschichte, die, sagen, wenn man das schon aussprach, einigen Jahren das Blut in den Adern gefrieren ließ. Stig hat wesentlich diese Tagung 2001 angeregt. Er hat aber auch eine Annual Lecture am Deutschen Historischen Institut zu diesem Thema gehalten und war natürlich gleichzeitig offen in alle anderen Richtungen eben auch. Ich erinnere mich, Klaus Glatzel ist hier die Jahrestagung auch nochmal zur Frauen und Militär, die wir in Jena hatten, wo wir sehr interessante Diskussionen auch gehabt haben. Diese Offenheit zu haben, dieses, ist auch gesagt worden von Christoph Nübel, das Ringen um das Argument, das neugierige Interesse und nicht das Einteilen in Kategorien, nicht das Gegeneinanderarbeiten, sondern eher das Miteinander. Das ist eine besondere Signatur dieses Vereins gewesen und das ist, glaube ich, sehr stark auch Stig Försters Werk und Stig Försters Vermächtnis. Nun hat der AKM auf seinen Jahrestagungen, das war ja das Haupt,
Instrument die Jahrestagung einen Diskussions- und Begegnungsraum geboten, der sicherlich die Trends in der Geschichtswissenschaft, Militärgeschichte eher abbildete, als sie selbst zu formen. Der AKM war ja kein eigener Akteur, aber er hat sozusagen diesen Diskussions- und Begegnungsraum geschaffen. Was läuft eigentlich? Man hat sich kennengelernt, und das in einer denkbar liberalen Atmosphäre. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Leistung gewesen. Man kann ja auch fragen, warum ist das nicht schon vorher passiert? Und was ist das Besondere? Ich glaube, dass der AKM es gab ja auch schon vorher Vereinigungen, Arbeitskreis für Wehrforschung in den 80er Jahren von Jürgen Rover etwa. Aber hier beim AKM hat sich das universitäre Milieu wiedergefunden. Vom Studenten bis zum Lehrstuhlinhaber. Das universitäre Milieu, das sich für Militärgeschichte im weitesten Sinne interessiert hat. Begegnungs- und Anlaufpunkt von oben und unten. Und das konnte zum Beispiel das MGFA nie bieten. Ich bin 1991 zum ersten Mal auf einer Jahrestagung des MGFA gewesen, einer ITMG und in Freiburg, und fragte mich immer, wo sind eigentlich die Studenten? Das ist doch eigentlich eine Studentenstadt Freiburg. Und nun kann man das alles erklären. Das MGFA hat eine andere Logik. Auch bis heute, das ZMSBW hat eine andere Logik als eine Uni. Das ist ja gar kein Vorwurf, das ist so. Und deswegen konnte, glaube ich, das MGFA diesen universitären Begegnungsraum nicht bieten. Das ist eben keine Universität. Und deswegen war der AKM so wichtig. Nicht? Und dann war es sicherlich sehr gut, dass die Verbindungen vom AKM zum MGFA sehr gut waren und über die Zeit sicherlich sogar immer besser wurden. Nicht? Und entscheidender Schritt war dann sicherlich nochmal Hans Ehlert als Amtschef, Michael Ebgenhans als leitender Historiker. Enger konnte das Verhältnis dann, glaube ich, kaum werden. Also die universitäre Begegnungs- und Diskussionsform, und das in einer denkbar liberalen Form. Und das ist, glaube ich, in anderen Vereinigungen anders gewesen, die sehr viel mehr Honorationenvereinigung waren, wo zuerst die Lehrstuhlinhaber sprachen und dann zum Schluss vielleicht irgendwann mal die anderen. Das, sagen diese Förderung, das Anregen, das war, glaube ich, eine ganz besondere Leistung, die es auch Studierenden, Doktoranden und so weiter leicht gemacht hat, hier in diesen Verein hineinzugehen. Und der Verein hat sich eben nicht in endlosen Debatten verzettelt, was denn eigentlich Militärgeschichte ist. Einige sind ja noch hier, die bei dieser Tagung in Bochum dabei waren. Ich glaube, 1998 war es dann. Und man konnte das unterschiedlich auslegen. Nach dieser Tagung endeten auch die Diskussionen. Und eben war eigentlich klar, es gibt ganz viele verschiedene Zugänge und alle sind in ihrer Form dann auch legitim. Und das ist eine ganz wichtige Leistung gewesen, diese Offenheit wirklich zu bewahren. So, was wurde nicht erreicht? Gewiss ließen sich nicht alle einbinden. Es gibt, wenn ich so an Personen denke, glaube ich, drei. Also ich habe immer so den Witz gemacht, es ist eigentlich unmöglich, sich mit Dick Förster zu verkrachen. Es gibt drei Fälle, die mir bekannt sind, wo das gelungen ist, sich auch mit Dick Förster zu verkrachen, aber es ist eigentlich fast unmöglich gewesen. Also nicht alle konnte man einbinden. Es gab auch, sagen wir mal, zu mancher Organisation eine habituelle Distanz, also zum IFZ. Und der dortigen Projektgruppe hat, glaube ich, der AKM nie wirklich eine Beziehung gefunden. Das müsste man nochmal genau erforschen, woran das geht. So, ich habe so ein paar Theorien, aber das gehört nicht hierher. Und dann war natürlich, was wurde auch nicht erreicht, keinem Schüler dieser besagten Professoren, Gröner, Wegner, Krummeich, Stick Förster, gelang es, selbst auf eine Professur berufen zu werden und damit sozusagen diese Idee des AKM, der Militärgeschichte, weiterzutragen. Und es gelang auch nur relativ wenigen anderen AKM-Mitgliedern eines engeren Kreises, dann letztlich auf diese Professurebene zu kommen. Also wir können natürlich Marc Frey erwähnen, der erst in Bremen war, jetzt in München ist, der auch hier in dem ersten Newsletter seine Dissertation vorgestellt hat, Ute Planert in Wuppertal und den einen oder anderen noch. Aber viele andere haben es zumindest in Deutschland nicht geschafft. Holger Afflerbach, der auch bei der Gründung dabei war, ist in Leeds. Benjamin Ziemann in Sheffield. Thomas Kühne ist in den USA. Karin Hagemann ist auch in den USA. Also das war so ein klassischer Ausweichpunkt.
Gerade in UK hat natürlich sehr viele aufgenommen, weil da das, was man unter War Studies versteht, sehr viel populärer ist als in Deutschland, aber auch populärer als in den USA oder in Frankreich, muss man dazu sagen. Dieses Gründernetzwerk, so nenne ich es mal, Krumm, Eich, Förster, Wegner und wer dazugehörte, ist interessant. Als die in den Ruhestand gingen, Gerd Krumm, Eich war der Erste, Dick Förster dann, glaube ich, der Letzte aus diesem Reigen oder war es Bernd Wegner, es ist in etwa so zwischen 2010 und 2016. Selbst ein Pommerin in Dresden kann man dazu zählen, der sich auch für Militärgeschichte interessierte, Dülfer in Köln, Bernd Greiner beim HIS. Die alle sind nicht mehr durch Nachfolger ersetzt worden, die sich irgendwie für Militärgeschichte interessieren. Das war natürlich legitim. Institute können neue Schwerpunkte wählen. Das ist oft so. Aber es ist eben auffällig, dass es bei niemand so war, dass jetzt jemand nachfolgte, der dieses Interesse für Militärgeschichte im besonderen Sinne noch aufbrachte. Und auch sicherlich schade, dass auch das Hamburger Institut für Sozialforschung, was diesen Bereich Theorie und Gewalt ein ganz starker Förderer gewesen ist, dass das jetzt ganz andere Schwerpunkte hat. Das ist legitim, das ist völlig klar. Es gibt Interessen, die verändern sich auch. Aber für den Arbeitskreis Militärgeschichte und für die Mitglieder ist es natürlich schade. Bei den großen, wir sind immer noch dabei, was wurde nicht erreicht, bei den großen Tankern der Zeitgeschichtsforschung, die wichtiger werden denn je, also beim IFZ und ZZF, das sind, glaube ich, wirklich sagen Staubsauger, die in einem enormen Maße Drittmittel an sich saugen und immer wichtiger werden. Da spielt die Militärgeschichte, wenn ich das richtig sehe, praktisch gar keine Rolle. Also in einer gewissen Weise hat sich dann auch die Struktur des Faches nicht verändert. Es ist seit den 1990er Jahren, glaube ich, toleriert worden, akzeptiert worden, dass man Masterarbeiten, dass man Doktorarbeiten auch zur Militärgeschichte in einem breiten Fach schreibt. Das kann man, glaube ich, praktisch fast an jeder deutschen Uni tun. Das wird akzeptiert. Wenn es aber um die wirklich einflussreichen Positionen im Fach geht, dann spielt die Militärgeschichte, ich will nicht sagen keine Rolle, aber doch eine sehr geringe Rolle. Also das kann man zum Beispiel sehen, wer noch in militärgeschichtlichen Themen irgendwie verwandt habilitiert, da ist die Zahl sicherlich sehr, sehr überschaubar. Sodass wir also sagen können, die erste Happy Time der Militärgeschichte ist sicherlich vorbei. Aber, das ist ja ganz entscheidend, der AKM mit der heutigen Tagung zeigt ja, dass der Verein keinesfalls sich überlebt hat. Das Fach ist gesichert, das Interesse ist gesichert, auch der AKM ist gesichert. Es haben sich dann eben andere durchgesetzt, andere Namen, andere Kolleginnen und Kollegen, also auch ein Christoph Rass in Osnabrück, eine Kerstin von Lingen in Wien, was mich besonders gefreut hat. Ich bin auch noch sozusagen irgendwie da aus London dann nach Potsdam zurückgekommen. Man kann Oliver Jans auch nennen an der FU, der ja sozusagen mit seinen Forschungen zum Ersten Weltkrieg, also glaube ich Drittmittelkönig von uns allen ist und dann da viel, viel vorangebracht hat. Und in der frühen Neuzeit sieht es eigentlich fast noch besser aus. Also wir haben auch heute hier nicht Ulrike Ludwig, Marian Füstel, Jutta Novosadko, Horst Karl, Isabel de Flers und andere noch. Martin Klaus im Mittelalter, wie schön ist das? Auch das ist dann verankert. Oliver Stoll für die alte Geschichte und andere könnten wir natürlich noch nennen, die in größerer oder weiterer Entfernung zu diesem Themenbereich sind. Und dann haben wir ein ZMSBW, das nach meiner Wahrnehmung, und ich überblicke jetzt die Geschichte dieses Hauses, also wenigstens für 30 Jahre, breiter, offener, jüngerer denn je ist. Nicht, wenn wir an Christoph Nübel, Frank Reichertzer denken, die beide, wenn ich das sagen darf, kennen uns ja alle gut, doch eine hoffnungsvolle Karriere an der Humboldt-Universität, also einer der renommiertesten deutschen Universitäten vor sich hatten und dann aber doch ins ZMSBW gewechselt sind. Das spricht ja auch sehr für dieses Institut und für die Offenheit dieses Institutes. Das war, also da waren die 70er oder 80er Jahre sicherlich anders geprägt, würde ich mal sagen. Und nun muss jeder Verein jedes Mal von den Mitgliedern neu gegründet werden und immer wieder aufs Neue, auch wenn Generationenwechsel anstehen. Das ist beim AKM aus meiner Sicht in einer geradezu brillanten Weise gelungen. Wir haben eine große Leistung
wechseln, dass der Staffelstab übergeben wurde, einen neuen Vorstand über wochenübergreifend besetzt. Und wir haben schon den Newsletter erwähnt, das Portal ist dann eingeführt worden. Das ist eigentlich alles ganz, ganz wunderbar. Und wir müssen auch sagen, es gibt andere Bereiche, die natürlich, wir können immer auch klagen, aber die viel größere Probleme haben. Denken wir an die Militärsoziologie oder Takuma Melba ist hier, wahrscheinlich ist auch die ostasiatische Geschichte viel weniger stark vertreten als die Militärgeschichte. Also von daher eine sehr positive Bilanz. Es ist sehr viel erreicht worden. Es geht weiter. Das ist die wichtigste Nachricht. Und ich nehme den AKM nach wie vor als einen liberalen Verein wahr, als einen offenen Verein. Und darauf wird sicherlich ankommen, weiter, wie Stig Förster und andere das gemacht haben, alle Formen der Militärgeschichte zu integrieren und um das Argument zu ringen und um das, was in der Zeitgeschichte sonst so das Klima verdüstert, die Politik, die Ideologie, das wirklich hinten ranzustellen und sich um das wissenschaftliche Argument zu bemühen. So viel von mir, lieber Christoph, ich bin fertig. Ich danke euch allen für die Aufmerksamkeit. Gut, gehen wir. Dann darf ich von meiner Seite zum nächsten Part überleiten, eine Podiumsdiskussion mit Stig Förster, Martin Füssel, Wenke Metteling, Sönke Neitzel und Markus Pöhlern zu 25 Jahre Arbeitskreis Militärgeschichte. Ich freue mich sehr, dass ich als Außenstehende die Möglichkeit bekommen habe und die Einleitung, dieses Panel zu moderieren. Ich komme nicht nur aus Österreich, das nur ein Land, in dem nur wenige Mitglieder organisiert sind im Arbeitskreis Militärgeschichte. Ich bin auch nicht Mitglied des Arbeitskreises, wenn ich auch an mehreren Jahrestagungen teilgenommen habe. Hören Sie mir, wie viele andere, ich habe auch diese Erinnerungen gelesen an die Geschichte des Arbeitskreises auf dem Portal, war ich etwa bei dieser Tagung in Bochum damals in der Turnhalle, bei der wir uns der Frage gewidmet haben, was ist Militärgeschichte? Das erinnere ich auch sehr gut und ich habe damals quasi die Frauengeschlechtergeschichte auch vertreten. Damals hatte ich meine Dissertation zu Kindheit und Frauen im Ersten Weltkrieg schon abgeschlossen und habe mich in späteren Jahren auch immer wieder der Kriegsgewaltgeschichte des späten 19. und 20. Jahrhunderts gewidmet. Ich bin an der Universität Wien angesiedelt. Schon genug zu mir. Ich gehe über zur Podiumsdiskussion. Wir haben uns drei größere Blöcke vorgestellt. Zunächst aber eine Art Einführungsrunde, in denen alle Teilnehmerinnen, wir haben auch die Frau Metteling dabei, vier Männer, sich nicht vorstellen mit all dem, was sie gemacht haben, das wäre gar nicht möglich und ist vielleicht in diesem Kreis auch nicht notwendig, denke ich. Das ist mir jetzt nochmals klar geworden, auch die großen Leistungen auch etwa von Stig Förster, aber auch von Markus Pöhlmann von der jüngeren Generation im Arbeitskreis mit Wenke Metteling. Also sie sind alle auch untereinander gut bekannt. Ich habe mir ausgedacht, Sie könnten kurz, um sich quasi anders nochmals einzubringen und vorzustellen, in dieser Podiumsdiskussion darüber sprechen, wie sind Sie überhaupt zur Militärgeschichte gekommen? Warum Militärgeschichte? Es wäre in der Zeit ja auch, könnte hätte Diplomatiegeschichte, Politikgeschichte, was auch immer, Sozialgeschichte sein können. Also warum, wie sind Sie dazu gekommen und woran arbeiten Sie aktuell? Ganz kurz diese erste Runde, drei Minuten pro Person. Und ich denke, wir sollten hier, um die Entwicklung auch ein bisschen deutlich machen, nach dem Senioritätsprinzip vorgehen. Ich habe mir erlaubt, Ihre Geburtsdaten zu googeln. Und der Älteste in der Runde ist Stig Förster, der in den 1980er Jahren damit begonnen hat. Also bitte, Stig, ich würde Sie bitten, damit anzufangen. Du sollst drin werden. Ja? Okay, also
Wie komme ich zur Militärgeschichte? Das ist eigentlich ganz komisch. Ich hatte das nicht vor und ich betrachte mich bis heute auch nicht ausschließlich als Militärhistoriker. Denn eigentlich habe ich angefangen mit Politikgeschichte. Und das Thema war die deutsche Rüstungspolitik vor dem Ersten Weltkrieg. Aber da ging es um Politik vor allen Dingen, gerade auch Parteipolitik. Bloß hinterher hat man mich dann natürlich festgenagelt auf das Militärische davon. Naja, und da kam ich dann irgendwie nicht mehr raus. Und ich habe allerdings noch viele andere Sachen gemacht, die mich auch heute noch sehr interessieren, zum Beispiel Geschichte des Imperialismus. Insofern, das war auch meine Habil, die britische Eroberung Indiens. Also insofern mache ich eben mehr als nur Militärgeschichte. Aber jetzt ist das Kind nun endgültig in den Brunnen gefallen, denn der Beck Verlag hat mich überredet, für sie ein großes Buch zu schreiben. Das tue ich gerade, nämlich eine deutsche Militärgeschichte der letzten 500 Jahre. Und liebe Christa, das wird dich besonders freuen. Da kommt natürlich sehr, sehr, sehr viel Österreich vor. Denn wenn man frühe Neuzeit macht, ohne die Habsburger geht es ja wohl kaum. Ich bin sie aber, die Österreicher, jetzt weitgehend los, weil ich die Schlacht von Königgrätz schon vor einiger Zeit geschrieben habe. Im Moment bin ich im Ersten Weltkrieg. Aber da sind die Österreicher nur noch Verbündete und nicht mehr ein Teil der deutschen Militärgeschichte. Also das ist das, was ich im Moment mache. Es ist ein Riesenklotz, man kann sich das ja vorstellen. Also ich habe angefangen etwa mit dem Jahr 1500 und das soll bis in die Gegenwart weitergehen, noch eine Weile, bis das fertig ist. Und ansonsten, Sönke, vielen Dank für das, was du eben uns vorgetragen hast. Mirella konnte ja die Kamera abschalten, die Schamröte ins Gesicht gestiegen, wie ich also über den grünen Klee gelobt wurde. Es war ja nicht nur ich, es waren ja unendlich viele andere Leute und unter anderem auch der langjährige stellvertretende Vorsitzende, Sönke Neitzel, ne? Muss man auch mal erwähnen. Gut, also so viel dann. Jetzt die anderen. Ja, vielen Dank, Stig. Der nächste in der Liste ist der Markus Pöhlmann. Laut Wikipedia, ja? Das geht natürlich nicht bitte, zusammen, wenn die warum, wann und warum sind Sie zur Militärgeschichte gekommen? Ja, vielen Dank. Warum bin ich zur Militärgeschichte gekommen? Es gibt einen Film über den amerikanischen Kriegsfotografen James Nachtway, der mal gefragt wurde, wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? Warum wurden Sie Kriegsfotograf? Und Nachtway antwortet, I wanted to become a photographer because I wanted to become a war photographer. Das ist bei mir eigentlich ähnlich gewesen, also das Interesse nicht an Kriegsgeschichte, da müsste man dann natürlich nochmal differenzieren, sondern an Militärgeschichte hatte ich schon, bevor ich Interesse an Geschichte hatte. Das kann natürlich problematisch werden am Ende, aber bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Ich bin über mehrere Stationen in Augsburg, wo ich dann auch auf den genannten Stig Förster getroffen bin, über Bern, Stuttgart. In Stuttgart habe ich auch meinen richtigen Beruf noch gehabt. Dann Salford, Manchester und nach Potsdam gekommen, wo ich heute am Zentrum für Militärgeschichte, Sozialwissenschaften der Bundeswehr bin. Und da vor allen Dingen den Ersten Weltkrieg bearbeite, aber auch Themenfelder wie die Reichswehr. Momentan sitze ich an einer Monographie über die Geschichte des militärischen Nachrichtenwesens 1871 bis 1914 in Deutschland, Frankreich und Großbritannien und erfahre da, was es heißt zu vergleichen. Und das ist ja etwas, was er methodisch immer gern vor sich her trägt. Aber wenn man es mal machen muss, ist es wirklich sehr zäh und Nerven und Ressourcen aufreibend und macht aber sehr großen Spaß. Ja, und da bin ich momentan. Vielen Dank, Herr Böllmann. Sönke Neitzel, Sie werden der Nächste nach dem Altersprinzip. Ja, ich kann das kurz machen. Bei mir war das so ähnlich wie bei Herrn Böllmann. Es gibt die Überlieferung, ich sei mit 8 in die Forschung und mit 9 in die Lehre eingestiegen. Das wirkt sich viel Interesse an Militärgeschichte.
ein altes bei mir, aber was dann in der Uni so gekommen ist, ist letztlich dann auch ein Zufall, je nachdem, auf welche Lehrer man trifft. Das hätte auch sozusagen anders werden können. Und ich bin zurzeit beschäftigt, so der DFG-Senat dann im Juli will, mit einer Forschergruppe zu militärischen Gewaltkulturen. Und das wird mich die nächsten Jahre beschäftigen, damit wir jetzt sagen, ja, militärische Gewalt und militärische Kriegsverbrechen, sage ich mal, umgangssprachlich besser verstehen. Ein Thema, das sehr viel diskutiert wird, auch in Österreich zurzeit. Ja, Marian Füstl, der Nächste. Ja, hallo, grüße auch alle in die Runde. Ich bin so etwa seit 15 Jahren beim Arbeitskreis Militärgeschichte. Ich erinnere mich noch an meine erste Tagung über die Rückkehr der Condottieri 2006. Da hatte ich einen riesen Bammel, weil ich gedacht habe, da ist so viel Expertise und dann vor allem diese ganzen Waffenexperten und so und Dienstgradexperten und so weiter. Und ich muss mir das erst alles aneignen, denn promoviert habe ich über Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte in der frühen Neuzeit, also kein vollkommen sozusagen da entgegengesetztes, aber doch nicht im Kern stehendes Fachgebiet. Und habe dann aus einem Interesse für die Kulturgeschichte des Ereignisses gedacht, wo ist eigentlich kulturgeschichtlich 2005, 2006 noch sehr viel Luft, und das war dann die Militärgeschichte, wo ich gedacht habe, ja, da ist noch das eine oder andere zu machen im Zusammenhang von Ereignisgeschichte, Praxeologie, Gewalt und Fragen, die mich seitdem nicht mehr losgelassen haben. Und auch diese Rückkehr der Condottieri-Tagung hat schon den globalgeschichtlichen Aspekt sozusagen stark gemacht, der Stieg Förster ja sozusagen seit jeher auch immer eingebracht hat, der mich dann sozusagen beim Siebenjährigen Krieg als globalen Konflikt beschäftigt hat. Das war jetzt mein letztes größeres Buch, eine Weltgeschichte des Siebenjährigen Krieges. Bleib an der Thematik dran, denn ich hege ähnliche Hoffnungen wie Sönke in Halze, was die militärischen Gewaltkulturen angeht, und arbeite sozusagen auf kleiner Flamme auch seit längerem an einer Kulturgeschichte der Schlacht, wo ich immer wieder auch neue Anregungen methodischer Art sozusagen versuche einzuarbeiten. Vielen Dank. Die Vielfalt öffnet sich schon auch in dem, worüber Sie aktuell arbeiten. Wenke Metteling, die Jüngste in der Runde, knapp die Jüngste, bitte. Ich bin tatsächlich über mein erstes Referat in Geschichte an die Militärgeschichte gekommen. Ich hatte ein Referatsduo mit einem engen Freund, der eigentlich der Militärfreak war. Und zu meiner Überraschung sagt er dann, oh nee, Wenke, ich muss jetzt nicht wieder Militär machen. Ich nehme die Diplomaten, mach du mal die Offiziere. Und seitdem sind die Offiziere in meinem Leben geblieben. Damals halt im Seminar war es die Militärelite des Dritten Reiches. Dann habe ich eine Magisterarbeit geschrieben zu preußischen adligen Offizieren und wie sie den Zusammenbruch 1918 erleben. Darauf aufbauend folgte dann die Dissertation im Tübinger Sonderforschungsbereich Kriegserfahrung, der ja auch schon angesprochen wurde. Die war deutsch-französisch vergleichend und es ging um Regimenter. Und im AKM habe ich mich, seit ich eingetreten bin, ich glaube 2002, immer sehr wohl gefühlt, weil alle so begeistert waren, dass eine Frau und dann noch eine Freundin von mir, Ingrid Meiershofer, zu Regimentern arbeiten. Wir haben das erste Mal vorgestellt auf der Kriegsheldentagung in Düsseldorf, in so einer Art Kinosaal, unvergesslich. das war ansteckend, diese Begeisterung für die Sache, die fachlichen Nachfragen. Und auch wir hatten großen Bammel, das erste Mal vor der geballten Expertise vorzutragen. Aber das war so eine schöne Erfahrung, da herzlich aufgenommen zu werden, dass ich, glaube ich, jetzt für mein Leben lang Militärhistorikerin bleibe. Momentan arbeite ich leider an keinem Buch zur Militärgeschichte, sondern nach der Logik des deutschen Systems muss die Habil halt zu was anderem sein. Da geht es um Debatten um Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und Großbritannien. Aber durch den AKM und das Portal Militärgeschichte mache ich ja immer noch militärgeschichtliche Sachen. Und gerade jetzt die Themenreihe mit Christoph Nübel zu unserer Tagung Wechselwirkung zwischen Militär und Politik. Vielen Dank. Ich denke, die Antworten haben auch schon deutlich gemacht, dass
die Anregungen, die Sie alle bekommen haben, sich dem Thema der Institution des Militärs auch zuzuwenden. Einerseits auch, wenn die Militärgeschichte nicht gut etabliert war an den Universitäten, doch von Universitätslehrern auch gekommen ist. Was in meinem Fall Michael Mitterauer war in Wien, der gesagt hat, der Kriegsgeschichte, der Erste Weltkrieg, diese Generation von Menschen, die den als Kinder erlebt haben, lebt gerade noch und mich dazu motiviert hat, da Interviews zu machen etc. Und auf der anderen Seite war es, und da steht ja die Militärgeschichte auch im Spannungsverhältnis dazu, das, was außeruniversitäre Militärgeschichte ist. Also Sie haben gesagt, Herr Böllmann, Sie waren ein Militärfreak. Diese, also Militärgeschichte hat ja eine gewisse Popularität auch außerhalb der akademischen Wissenschaft. Darüber werden wir noch zu sprechen kommen, denke ich. Gehen wir aber zum ersten Block, den wir uns vorgestellt haben. Und ich würde vorschlagen, dass wir diesen Block jetzt relativ kurz halten, weil uns Sönke Neitzel schon so viel zur Geschichte des Arbeitskreises Militärgeschichte gesagt hat. Der sollte sich der Geschichte des Arbeitskreises zuwenden zu verschiedenen Punkten, die Sie auch vorab bekommen haben. Die Gründung, was war der Anlass, der Bedarf, persönliche Gründe für das Engagement im Arbeitskreis, besondere Erinnerungen, Highlights, Anekdoten auch, so Sie Zeit dazu finden, was der AKM angestoßen hat, wo lagen wesentliche Weichenstellungen, Stolpersteine, aber auch die Formate von der Tagung bis hin zum Newsletter und last but not least diese Frage des Nachwuchses im Arbeitskreis, der ja besonders wichtig ist, wie auch Sönke Neitzel betont hat im Eingangsreferat. Wir müssen jetzt nicht immer die gleiche Reihenfolge einhalten wie in dieser ersten Runde. Ich würde aber vorschlagen, dass wir mit Wenke Metteling beginnen, gerade weil Sie den kürzesten Rückblick auf den Arbeitskreis haben wieder. Und dann gehen wir weiter zurück bis zur Gründung. Ja? Was auch immer Sie von dem Punkt jetzt aufgreifen wollen. Ja, sehr gerne. Ja? Mir ist noch ein weiterer Punkt gekommen beim Nachdenken über den Erfolg des AKM, der für mich persönlich auch wirklich wichtig ist. Ich finde, gerade der AKM steht für die Einheit des Fachs Geschichte. Und das mag jetzt überraschen, weil wir eigentlich eine Subdisziplin sind, aber wir haben es doch gut fertiggebracht in der Vereinsgeschichte, immer wieder epochenübergreifende Tagungen zu halten und mit unserer jeweiligen epochenspezifischen Expertise über was Gemeinsames zu diskutieren. Und genau das habe ich eigentlich auch im SFB Kriegserfahrungen so erlebt. Es ist schon was Spezielles in der Kriegs- und Militärgeschichte, dass wir einen klaren Gegenstandsbezug haben, auf den wir auch immer wieder zurückkommen. Militär, Krieg, Armeen, Armee in der Gesellschaft, an dem wir uns intellektuell die Zähne ausbeißen. Und das finde ich sehr, sehr förderlich für die fachliche Diskussion. Und hinzu kommt, dass mit dem AKM die Militärgeschichtscommunity halt auch so ihren Dachverein hat. Also man muss nicht zu jeder Jahrestagung kommen, aber man ist immer wieder willkommen. Man wird immer wieder eingeladen, man hat viele Freunde innerhalb der Militärgeschichte. Und ja, das ist einfach förderlich für gutes fachliches Vorankommen, aber auch schön im Leben. Also ich glaube, für viele von uns bleibt Militärgeschichte, egal ob wir es auch beruflich machen, immer auch eine Herzensangelegenheit und ein Hobby. Es treibt einen um und es lässt einen nicht mehr los. Wir sind etwas wie Besessene. Also das ist ganz wichtig, diese kommunikative Funktion auch des Arbeitskreises. Und ich bin beeindruckt über die 500 Mitglieder, die vielleicht nicht alle gleich intensiv kommunizieren, aber sie sind präsent. Das ist ja. Ja, wer möchte als nächstes zu einem dieser Stichwörter sprechen? Ja, bitte. Ja. Achso, ich muss den Namen nennen. Entschuldigung, Herr Füssel, ja, ich sehe nur die Hand. Ja, als Mitglied auch eines Schwestervereins, nämlich des AMG und dessen Vorsitzender, wollte ich den vielleicht noch mal kurz ansprechen. Das wurde ja in der Gründungsgeschichte von Sönke Neitzel schon so erwähnt. Das war am Anfang, glaube ich, schon durchaus eine Art Konkurrenzverhältnis. Also, dass man zwei Vereine zur Militärgeschichte, die alle mit Buchstaben A anfangen und drei Buchstaben haben, gründet im Jahr 1995.
kann nach einem Zufall aussehen, ist aber meistens in der Geschichte dann doch auch begründbar. Und ich glaube, dass wir uns da in den letzten Jahren und Jahrzehnten dann zu einer friedlichen Koexistenz weiterentwickelt haben. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal noch mehr als eine Koexistenz, das weiß ich nicht, wird man sehen. Aber ich denke, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass es in der Mitte der 90er in Deutschland durchaus so eine Art Aufbruchsstimmung innerhalb der Militärgeschichte gab, die sozusagen in unterschiedlichen Epochen unterschiedlich ausgeprägt war, aber auch gerade die frühe Neuzeit stark mitgenommen hat. Darüber will ich aber eigentlich gar nicht sagen, weil das ist ja hier eine AKM-Tagung, keine AMG-Tagung, aber die sind eben doch so nah beieinander und es gibt auch zahlreiche Personalunionen und Doppelmitgliedschaften. Das sollte man vielleicht nicht unerwähnt lassen. Ich will nur einen Punkt zu Exkursionen sagen. Ich erinnere mich an eine sehr prägende Exkursion nach Belgien, die Markus Pöhlmann federführend mitorganisiert hat und durchgehalten hat, wo es um Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs, aber auch Waterloo und darüber hinaus ging. Und da waren sehr schräge Leute dabei, bei dieser Exkursion. Ja, das war nicht immer einfach, aber es hat auch ja, so eine Art Veteranengefühl bei den Leuten, die das dann hinterher mitgemacht hatten, ausgelöst. Also sagen, ich habe das irgendwie durchgestanden, da diese seltsame Exkursion. Und es hat einem viele Dimensionen eröffnet, die sich mir eigentlich erst hinterher sozusagen auf theoretischer Ebene stärker erschlossen haben. Ja? Also die materielle Kultur zum Beispiel. Wir haben da irre private Sammlungen in Flandern gesehen, aber auch Museen mit unglaublichen Materialmengen aus dem Ersten Weltkrieg, völlig arbiträr zusammengeknöppelt, was sozusagen der ganzen Begeisterung für die materielle Kultur der letzten 10 Jahre sich dann nochmal ganz anders eigentlich darstellt, was wir da früher schon gesehen haben. Und auch, dass man tatsächlich das Medium Exkursion ernst nimmt. Ja, bei so einem Arbeitskreis, das ist ja so eine alte akademische Lehrform, aber ich denke, das bringt immer einen, also nicht nur einen sozialen Mehrwert, sondern eben auch einen epistemischen, dass man merkt, man geht zu den Dingen hin, man sieht vor Ort, wie sich bestimmte Landschaften verändert haben, wie sie geprägt wurden. Also dass man nicht nur, wie wir jetzt, am Schreibtisch sitzen und vor unseren Büchern wenden, sondern dass man wirklich aufs Feld, im wahrsten Sinne des Wortes, geht und sozusagen vor Ort sich die Dinge anguckt. Also das fand ich wirklich eine tolle Idee. Ich denke, dass das unter postpandemischen Bedingungen absolut sozusagen wiederholungsträchtig ist. Ich wollte jetzt nur einfach mal zur Exkursion was sagen, weil ich vielleicht da derjenige bin, der nicht unbedingt für das Thema steht, aber einfach da eine interessante Erinnerung dran hat. Ja, hoffen wir, sie sind bald wieder möglich. Ja, wir bleiben optimistisch. Dick Förster, bitte. Ja, was Marc eben gesagt hat, ist natürlich schon vollkommen richtig. Diese Exkursionen sind ja auch ein gesellschaftliches Ereignis und ein sinnliches Erlebnis, nicht? Wie man also ein Schlachtfeld zum Beispiel richtig, das dann also versteht, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Ich war ein paar Mal mit der Führungsakademie der Bundeswehr in Königgrätz auf dem Schlachtfeld und da habe ich erst richtig verstanden, was da eigentlich passiert ist. Das konnte ich dann auch sehr gut brauchen für meine Beschreibung dieser Schlacht hier in diesem Buch. Interessant fand ich, was Wenke eben gesagt hat, dass die Militärgeschichte die Ganzheit des Fachs repräsentiert. Das ist wirklich wahr. Das war auch von Anfang an auch ein bisschen die Idee in diesem Arbeitskreis, bei der Gründung dieses Arbeitskreises, diese Offenheit, diese notwendige Offenheit, weil Krieg und Gesellschaft, nicht, also dieses alte War and Society-Ding, was noch Michael Howard lanciert hat, weil das ja natürlich im Grunde genommen impliziert, dass man also ganze historische Epochen in ihrer Ganzheit begreifen muss, sonst versteht man überhaupt nicht, was da los ist. Also irgendwelche Waffennarren sind für sich genommen letzten Endes keine guten Militärhistoriker. Eine Operationsgeschichte ist auch witzlos, wenn man nicht versteht, welche gesellschaftlichen Kräfte dahinter stecken und so weiter. Das macht die ganze Sache natürlich auch spannend und macht Geschichte über das Medium Krieg und Gesellschaft dann letzten Endes besser zugänglich. Nur eines muss ich auch noch erwähnen, weil Wenke sagte, das ist ja auch irgendwie ein Hobby. Also mir persönlich geht es so, dass ich das Thema weitgehend widerlich finde. Ich bin ja also jetzt gerade, wie gesagt, am Ersten Weltkrieg dran und ein Teil davon ist das, also, mich zum Beispiel mit Gesichtsverletzungen von Soldaten im Ersten Weltkrieg beschäftigt. Also sorry, das finde ich sowas von furchtbar.
oder Kampf und so. Also mir läuft immer noch ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich mit diesen Sachen mich beschäftige. Nur eines ist mir passiert im Laufe der Jahre, ich habe keine Albträume mehr davon. Und das liegt wohl daran, dass man sich das eben gar nicht leisten kann, diese ganzen Geschichten also nur mit Grausen zu betrachten. So ähnlich wie beim Unfallchirurgen, der kann auch nicht die ganze Zeit jammern, was da bei ihm auf dem Tisch liegt, was er reparieren muss, sondern der muss eben cool bleiben. Und das ist eben, denke ich mal, die einzige Methode, um mit diesem doch ziemlich scheußlichen Thema umzugehen, dass man eine gewisse innere Distanz bewahrt. Ja, das ist sicher bei dem Themenbereich stärker notwendig als bei anderen. Auch dieses Lossieren zwischen, wie es einem gerade geht damit und der Wissenschaft. Ja. Wer Markus Pöllmann und Herrn Neitzel, wollen Sie noch zu diesem Komplex, zur Geschichte des AKM auch beitragen, Herr Pöllmann? Ja, gerne. Ich hatte mir eigentlich komischerweise auch die Exkursionen notiert und da würde das genau unterstreichen, was Marion Schüssel auch gesagt hat. Das ist, glaube ich, auch ein Spezifikum der Militärgeschichtsschreibung, diese Raumgebundenheit auch, über das Verständnis, den Gegenstand über die Verortung im Raum zu begreifen. Das ist, glaube ich, bei Wirtschaftshistorikern oder Religionshistorikerinnen anders als bei der Militärgeschichte. Und deshalb sind diese Exkursionen, glaube ich, auch extrem wichtig. Ganz ich höre jetzt von gar nichts. Ja. Okay. Vielleicht dazu noch ganz kurz. Markus Pöllmann und ich waren ja auch mit dem AKM am Isonzo zusammen, sind dann in den Bergen rumgekraxelt und mit Kerstin von Lingen war ich an der Normandie. Also das ist sicher ein guter Punkt, aber wir haben vielleicht als AKM auch noch immer zu wenig Exkursionen gemacht. Nicht? Also wir haben alle, glaube ich, so in unsere Erinnerungen daran, aber es ist eben eine Sauarbeit, die man halt extra neben dem Akademischen machen muss. Und insgesamt wäre es sicherlich schöner, wenn wir noch das häufiger machen. Und gerade jetzt, Markus, was du dann in Belgien gemacht hast, wenn man das auch vielleicht so ein bisschen epochenübergreifend macht, also da gibt es wirklich interessante Dinge. Oder wenn wir an unsere Isonzo-Exkursion denken, mit Erinnerungskultur und von der italienischen und österreichischen Seite. Aber es ist, bleibt eben wirklich eine wahnsinnige Arbeit. Oder was Dick Förster erwähnte mit König Graetz, da konnten wir einmal ein Seminar der Uni Potsdam einklinken und sind dann mit dem Generalstabslehrgang dahin gefahren. Aber das konnten wir auch nur machen, weil die Bundeswehr alles organisiert hat und wir uns nur noch in den Bus setzen mussten. Und der gute Herr Kriemann das alles gemacht hat. Also es ist wahrscheinlich mit das in gewisser Hinsicht undankbarste Format, weil man eben nicht nur, weil es sehr arbeitsaufwendig ist. Aber es ist wirklich vielleicht auch das für die Zukunft des AKM. Man hört es so ein bisschen raus. Wir sind ja alle Veteranen. Ne? Wir sind so ein bisschen die Marians Veteranenkultur, die hier schon erwähnt ist, dass man das sicherlich nochmal weiter fortsetzt, weil das wirklich so gewinnträchtig ist. Mhm. Dann nehmen wir das mit, gerade diese Exkursionen, die offenbar auch ausbaubar wären. Einen Tipp, ich habe das mit Studierenden auch öfter gemacht von der Uni Wien, wenn man Slowenien, Italien und Österreich zusammennimmt und eine Exkursion macht, dann kann man auch sehr gut Erinnerungskulturen, unterschiedliche nationale Erinnerungskulturen an den Ersten Weltkrieg untersuchen. Und es wird auch für Studierende sehr eindringlich, denke ich. Es geht ja da immer auch um Kriegserinnerung. Okay. Eine Sache möchte ich noch sagen. Ich habe auf jeden Fall vor, eine Exkursion nochmal in die Dolomiten zu machen, weil ich mich da öfters im Sommer rumschlage, um mit den Studenten die Marmolata zu besteigen, weil dann man ein wenig bergerfahren sein muss. Aber das kommt noch, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Stick noch dazu, ja. So. Ich wollte noch mal schnell auf die Geschichte des AKM zu sprechen kommen, weil das vielleicht auch nicht alle wissen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Das Ganze begann eigentlich damit, dass Gerd Krumreich, Wilhelm Deist und ich uns auf der Terrasse von Wilhelm Deist getroffen haben und da einen schönen Nachmittag zusammen verbrachten
Und ich erzählte, ich kam gerade zurück aus Amerika nach 10 Jahren Abwesenheit in Deutschland, von Deutschland. Und ich erzählte, dass ich es überhaupt nicht fassen konnte, dass es so viele junge Frauen gibt, die sich jetzt mit Regimentsgeschichten beschäftigen. Was ist hier los? Also denen sollten wir doch ein Forum geben. Und so entstand dann die Idee, die wir dann auf dem Leipziger Historikertag lanciert haben. Aber Christa, du hast ja auch uns gebeten, noch irgendwelche Anekdoten zu erzählen. Eine will ich vielleicht mal loslassen. Okay. Es ist vorhin schon erwähnt worden, die von Gerd Krummeich organisierte Heldentagung in Düsseldorf in diesem fürchterlich finsteren Kino, wo wir also den ganzen Tag saßen und gar nicht merkten, was draußen für ein Wetter ist. Und es war eine spannende Tagung mit schicken Vorträgen. Aber da war ein älterer Kollege aus der Schweiz und der hielt einen Vortrag über Winkelried. Das ist so in der Schweiz ein Held. Der hielt diesen Vortrag in einer theatralischen Weise, der großartige Winkelried und was der nun alles militärisch geleistet hat. Und der Saal bog sich vor Lachen, weil die das Ganze als eine satirische Vorstellung betrachtet haben. Das Schlimme war, der hatte es ernst gemeint. Und ich kannte ihn. Ich habe gedacht, oh weia. Aber es gab dann wirklich auch sonst immer, ne, eben was Wenke ja erzählte, ne, dein Vortrag damals. Und eben auch auf anderen Tagungen. Mein Gott, also was es da alles für spannende Dinge gab, das kann man gar nicht alles aufzählen. Also insofern, ja, dieser Verein hat wirklich bis jetzt seine Funktion erfüllt, wird es auch weiterhin tun. Aber eben wichtig, ganz wichtig war die jungen Leute und gerade auch die jungen Frauen. Dass nämlich Frauen sich mit Regimentsgeschichte und ähnlichen Schweinkram beschäftigen, da kann man nur staunen. Also da Sachen bei rum. Ja. Gut, vielen Dank. Dann gehen wir zum nächsten größeren Punkt, die Entwicklung der deutschsprachigen Militärgeschichte im Lichte auch der internationalen Militärgeschichte. Sie alle haben ja auch längere Auslandserfahrung. Die Wenke Metteling ist derzeit in Washington, andere waren lange im Ausland. Und da haben Sie sicher auch darüber nachgedacht, beziehungsweise Erfahrungen mit dem Ruf der deutschsprachigen Militärgeschichte gemacht. Und ich sage jetzt bewusst deutschsprachig und nicht deutsch. Das ist, weil natürlich auch Schweiz, Österreich da mit inkludiert sein sollen. Vielleicht ist das auch in diesen unterschiedlichen Ländern anders, was eine Innovationskraft der Militärgeschichte anbelangt. Hat sie die? Und wenn ja, in welchen Bereichen? Wie ist die Stellung zur allgemeinen Geschichtswissenschaft? Was trägt auch dazu jetzt ganz konkret der Arbeitskreis Militärgeschichte oder das Zentrum für Militärgeschichte und sozialwissenschaftliche Forschung der Bundeswehr bei. Aber wichtig bei dem Punkt wäre auch das Verhältnis zu angrenzenden Feldern, Disziplinen wie der Gewaltforschung, der Friedenskonfliktforschung, der Soziologie, der Archäologie, wie immer man das macht. Und vielleicht, wenn wir über internationale Sichtbarkeit sprechen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wie das ist mit, also die Sichtbarmachung durch die Sprache, die Publikationssprache Deutsch. Die meisten von uns publizieren ja vor allem auf Deutsch. Und wir sollten auch sprechen im Hinblick auf, wie sehr nationale Kulturen unterschiedliche Einstellungen, Wahrnehmungen zur nationalen Militärgeschichte auch prägen. Also da könnte ich jetzt am Fallbeispiel Österreich auch darüber sprechen, aber ich will ja nicht sprechen, ich will Sie zum Sprechen darüber einladen. Und Sie haben sich wieder einige Punkte aus dieser Liste ausgesucht, die Sie gerne in dieser Runde verstärken, vertiefen wollten. Wer will damit anfangen? Ich mache das wieder offen. Ja, Stick, bitte. So, also nur kurz. Gerade was du sprichst vom deutschsprachigen Raum. Ich hatte das Vergnügen, 2014 alle Publikationen zum Ersten Weltkrieg für die NPL, also Neue Politische Literatur, zu besprechen. Und was mich also damals bald vom Stuhl gehauen hat,
ist, was ihr in Österreich alles zum Ersten Weltkrieg macht. Sagenhaft. Und gerade junge Leute, gerade auch junge Frauen. Also das war toll. Was fachübergreifend angeht, nicht? Also nochmal, Wenke hat ja völlig recht, das ist die Gesamtheit des Fachs und das ist überhaupt die Gesamtheit der Forschung. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie wichtig es ist, Klimaforschung mit einzubeziehen. Es wird immer deutlicher, dass klimatische Veränderungen entscheidenden Einfluss auf historische Entwicklungen hatten. Zum Beispiel die Schlacht von Waterloo wurde wahrscheinlich beeinflusst von der Explosion eines Vulkans in Indonesien. Deswegen hat es die ganze Zeit geregnet und Napoleon konnte seine Kanonen nicht bewegen. Und das andere ist, anderes Beispiel, die Schlacht von Wagram, auch wieder napoleonische Kriege. Da waren zwei junge Österreicherinnen, die haben Schlachtfeldarchäologie gemacht, die haben die Massengräber untersucht. Was dabei rauskam, ist dermaßen spannend, nicht nur im Hinblick also auf die Soldaten selber, sondern im Hinblick auf die französische Gesellschaft. Also das waren alles französische Gefallene. Das waren junge Männer und die waren von ihrer Kindheit an unterernährt, krank, hatten also kaputte Knochen, Skorbut und sonst was. Und das kann man alles mit derartigen Forschungen dann rausfinden. Und da kann ich nur sagen, das ist genau die Richtung, die es gehen muss. Man muss also tatsächlich mit aus anderen Fächern, in anderen Fächern unterwegs sind. Allerdings darf das nicht zum Selbstzweck werden, also im Sinne eines also Sonderforschungsbereichs wie in Deutschland, dass man also unbedingt fachübergreifend alles zusammenpackt. Und das Thema ist, im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie wieder unter. Dazu können sie alle was sagen und das Ganze wird dann blöd sein. Also Fetisch darf es nicht sein. Thematisch orientiert werden und dann wird es spannend. Ja, vielen Dank, Stig. Man könnte natürlich jetzt kritisch einwenden, dass diese innovativen Ansätze oft nicht unter dem Label Militärgeschichte gemacht werden und wir diejenigen sind, die dieses Label ihnen zuschreiben. Ja, das ist, darüber könnten wir vielleicht im Hinblick auf Innovationskraft auch sprechen. Aber wer will als Nächstes zu diesem Punkt? Ich würde gerne was sagen. Also ich glaube, dass jedes Land eine eigene Signatur hat, wie sie Militärgeschichte oder wie man immer das in dem Land dann nennt, betreiben. Und das hat ja mit den einzelnen Kulturen, mit den Fachkulturen, aber natürlich auch mit dem Verhältnis der Gesellschaft zum Militär zu tun. Also ich erinnere mich, Stig Förster sagte so schön auf der Jahrestagung in Bochum, warum machen wir denn das alles hier, damit das nicht nochmal passiert? Ne? Also einen solchen Satz habe ich in England nie gehört, logischerweise. Ne? Es ist eine andere Geschichte, ein anderes Verhältnis. Und ich glaube, dass UK auch im Vergleich zu den USA oder zu Frankreich einfach sagen Paradise of War Studies oder Militärgeschichte ist. Das liegt schon daran, dass das King's College eben 1926 den ersten Lehrstuhl für Militärgeschichte hatte und sie nach dem Zweiten Weltkrieg ein ganzes Department for War Studies hatten. Bis heute, das zieht unglaublich viele Studenten an und in UK gibt es eben unglaublich, aber es ist kein Karrierehindernis. Michael Howard hat den Chair for the History of War in Oxford gehabt, hat danach aber einen den angesehensten British Chair bekommen im Land. Und bei anderen Karrieren ist es ähnlich. Dass man, wenn man Militärgeschichte mal macht, ist die Karriere nach wie vor offen. Und es gibt in Großbritannien eben auch viele Deans oder Präsidenten, die sagen, ach, ist ja interessant, sowas lese ich mal. Ne? Also wenn Marian in UK wäre, würde wahrscheinlich irgendein Principal sagen, oh, siebenjähriger Krieg, coole Sache, das lese ich mal. Gut, dass wir den haben als Historiker. Weiß nicht, wie es bei dir, Marian, in Göttingen ist, ob der euer Präsident oder Präsidentin dein Buch schon gelesen hat. Also das ist eine relativ offene Kultur, aber sie ist natürlich, sie nimmt sich als sehr, 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 sehr offenbar international, aber was sie meines Erachtens nicht sind. Also ihr Begriff von Internationalität in World Leading heißt UK und die amerikanische Ostküste und noch ein bisschen Australien. Also Deutsch ist ja für sie eine Sprache von Hieroglyphen, die natürlich einige sehr gut kennen, Chris Clark oder Hugh Strawn oder sonst was, aber die Masse
der deutschen Literatur ist überhaupt nicht bekannt. Und deswegen haben eben Bücher, die ich weiß nicht, bei uns eigentlich als veraltet gelten, da noch auch einen Kultstatus, wo man sagt, also, und es wird eben relativ wenig übersetzt. Es ist unglaublich schwer, eine englische Übersetzung, man kriegt eher eine polnische Übersetzung oder eine schwedische als eine englische. Also auch da gibt es, und es gibt einen britischen Markt, es gibt Bücher, die in UK funktionieren. Und in Deutschland, also die Deutschen interessieren sich für Atrocities und die Briten für Strategy. Und das ist so eine ganz andere Fachkultur. Von daher ist es einfach anders. Ne? Es ist einfach irgendwie in jedem Land anders. Und es ist, wenn man jetzt mal von UK absieht, würde ich auch sagen, bei uns nicht prinzipiell schlechter. Also in den USA sehe ich es jetzt auch nicht, dass, also da gibt es dann University of Kansas und Ohio und so, wo das gemacht wird. Aber natürlich ist die USA so groß, dass irgendwie alles gemacht wird, aber im Zentrum steht es sicherlich da ganz bestimmt nicht. Und wir haben in Deutschland das große Vorteil, dass wir das ZMSWW haben. Und ein solches Institut, und man kann Gott froh sein, um das mit Schweizerdeutsch zu sagen, dass das nicht irgendwo mal, es stand auch mal vor, weiß nicht, 10 Jahren mal auf der Kippe, dass das nach Hamburg verlegt wird und irgendwie in einen Campus mit der Führungsakademie zusammengelegt wird. Also da können wir wirklich unendlich froh sein und sowas gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und das ist eine Jobmöglichkeit, wie man anhand von Markus Pillmann oder Christoph Nübel und so weiter sieht. Aber es wird eben auch Militärgeschichte da gemacht, publiziert und es sind unglaublich viele Ressourcen, die könnte die Bundeswehr irgendwie anders einsetzen und ich weiß nicht, Panzer kaufen oder so. Das ist schon eine Besonderheit, die toll ist. Und dann, ich meine, gut, theoretisch kann man am ZMSWW ja auch Geschichte und Soziologie, das kann Markus besser beurteilen, ob das so wirklich klappt. Ich glaube, dass dieser Bereich in Deutschland noch ziemlich getrennt ist. Und das sieht man auch bei der Gewaltforschung. Die klassische Gewaltforschung hat aus meiner Sicht beschäftigt sich eben nicht mit dem Militär und nicht mit dem mit Armeen, sondern eher mit anderen Fragen. Das ist auch legitim. Und es ist auch so eine Sache, die wir in unserer Forschergruppe dann stärker zusammenführen wollen. Es ist natürlich immer schwer, interdisziplinär zu arbeiten. Ich habe mal ein Buch mit einem Sozialpsychologen geschrieben. Das ist sicherlich sozial meine größte Leistung in diesem Leben. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig, mit einer anderen Disziplin überhaupt sich zu verständigen. Was ist überhaupt, wie publizieren wir überhaupt? Weil das eine ganz andere Logik ist. Aber da haben wir sicherlich noch viel Potenzial. Ob das wirklich so gelingt, ist halt so die Frage. Ne? Also wir haben, es hat vielleicht auch einen Grund, warum es bisher da nicht so viele Kooperationen gibt, wobei ja die Historiker lesen können. Man kann natürlich soziologische Bücher, das machen wir ja auch alle und umgekehrt. Aber es gibt so eine schöne Geschichte aus dem Urschleim des AKM mit Stefan Kaufmann. Ich weiß nicht, ob einer sich von euch noch an ihn erinnert. Ein Soziologe, der auch einen durchaus eigenen Habitus hatte, hat man nicht mal irgendwie ich will nicht ins Detail gehen, aber er war ein witziger Knabe und er ging nun durch 1000 Jahre, ich ziehe es jetzt ein bisschen Geschichte, während uns Historikern also die Kinnlade runterfiel und wir nun genau über das Jahr 1916 oder, keine Ahnung, 45 arbeiteten, hat er also hunderte von Jahren durchschritten und wir dachten, also so allgemein könnte man das doch irgendwie gar nicht sehen. Also da merkte man schon, wie Fächerkulturen aufeinanderprallen. Also da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und das wird in Zukunft davon abhängen, das muss halt in der personellen Konstellation passen. Ich glaube, es müssen zwei dasselbe Problem haben und sagen, ich kann es eigentlich nicht lösen als Historiker oder als Soziologe und die müssen sich dann irgendwie auch leiden können und denselben Fußballverein oder so unterstützen und dann kann das auch mal funktionieren, aber es wird sicherlich insgesamt eine Ausnahme bleiben. Vielen Dank, Herr Neitzel. Ja, Wenke, bitte. Ich kann hier gern das fortführen mit der Interdisziplinarität. Genau. Ich glaube auch, dass das an persönlichen Bekanntschaften liegt. Die Chemie muss stimmen und so weiter. Aber das Schöne immerhin an großen interdisziplinären Verbünden ist, dass man jedenfalls die Chance hat, sehr viele aus anderen Fächern überhaupt enger kennenzulernen. Darüber bilden sich Freundschaften und eben auch fachliche Kooperationen. Wenn ich an den Tübinger SFB denke, dann habe ich da sehr von Fächern profitiert, wo ich das erstmal nicht erwartet hätte. Also die tollsten Impulse für meine eigene Arbeit kamen aus der Kunstgeschichte.
Frau Jürgens-Kirchhoff damals die super Schlachtgemälde-Interpretationen geliefert hat. Und das konnte ich direkt auch auf mein Quellenmaterial anwenden. Dann katholische Theologie. Also wer denkt bei Kriegsforschung direkt an katholische Theologen? Aber das waren halt echt schlaue Burschen damals, die unglaublich viel zur Religiosität und so weiter, Rolle von Kirche beitragen konnten auf einem sehr hohen Niveau und die absolut fähig waren, historisch zu denken und zu arbeiten. Und die empirischen Kulturwissenschaftler. Die waren in Tübingen natürlich eh sehr eng verbandelt mit den Historikern. Viele haben auch beides studiert. Das war ein Geben und Nehmen. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Was die Sichtbarkeit der deutschen Militär- oder der deutschsprachigen Militärgeschichte angeht, das ist, glaube ich, was sich die deutsche Geschichtswissenschaft insgesamt fragen muss. Inwieweit sind wir bereit, mehr ins Englische zu gehen? Und ich habe da selbst auch noch keine endgültige Haltung zu gefunden. Ich bin einerseits unbedingt dafür, Deutsch als Wissenschaftssprache weiter zu pflegen, auch in den Zeitschriften, Tagungen und so weiter. Andererseits, wenn wir gehört werden wollen und auch auf dem internationalen Buchmarkt präsent sein wollen, müssen wir auch auf Englisch publizieren oder auch Tagungen mal auf Englisch veranstalten, um es Leuten aus dem Ausland einfacher zu machen, teilzunehmen. Denn der Trend ist ganz klar, die Deutschkenntnisse unserer Kollegen nehmen ab. Also die Sprachdepartments sind also ganz krass zusammengestrichen worden in den englischsprachigen Ländern. Es gilt nicht mehr als Voraussetzung, wenn man eine Geschichtsprofessur bekleidet, dass man andere Sprachen kann und so weiter. Dem müssen wir uns natürlich auch stellen. Ja. Vielen Dank. Ja, und dabei, wenn wir immer sagen, Englisch ist die Sprache, um zu kommunizieren, vergessen wir natürlich andere Räume, bei denen es auch wichtig wäre, aber wir kommen nicht umhin. Jetzt habe ich noch Herr Pöhlmann und Marianne Füssel. Wollen Sie zu dem Punkt noch etwas sagen, an dem wir sind? Ja, bitte, Herr Füssel. Ja, ich kann das eigentlich nur unterstützen, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben. Ich denke, dass es manchmal auch so seltsame, unterschiedliche Wahrnehmungsweisen gibt, dass also wahrscheinlich die deutsche Militärgeschichte aus der Sicht der Briten eher als theorieaffin oder kategorienfixiert daherkommt, ja, weil die sozusagen etwas lockerer im Erzählen sind, wo wir wiederum Manschetten haben, einfach was immer so narrativ aufzubereiten. Aber sozusagen innerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft sich ja die Militärgeschichte jetzt nicht als Theorieimpulsgeber sozusagen verschrien ist. Ja? Zumindest nicht im Klischee der Wahrnehmung, dass man denkt, ja, die hoppeln so ein bisschen hinterher. Ja? Und ich denke, die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Militärgeschichte eine hohe Offenheit hat für neue kulturwissenschaftliche Kategorien. Das wurde ja jetzt mehrfach gesagt, ob das Emotionsgeschichte, die Raumgeschichte, die Zeitgeschichte, die Geschichte von Zeit etc. ist, da kommt immer sozusagen auch irgendwann eine militärhistorische Tagung, die sich diesen Themen widmet. Meine Utopie für die Zukunft wäre so ein bisschen, dass irgendwann Leute auch mal sagen, das ist eine Kategorie, die habe ich jetzt aus der Militärgeschichte übernommen. Also jetzt nicht im Bereich der Metaphorik, ja, dass man irgendwie von Kampfplätzen oder Kriegstheatern spricht oder so, sondern dass man sagt, okay, ähnlich wie aus der Wissenschaftsgeschichte machen wir Laborstudien oder so, so machen wir das sozusagen jetzt so wie Militärhistoriker das machen, denn das ist total Avantgarde. Also wenn man da mal hinkäme, das würde mir sehr gefallen, dass wir sozusagen nicht immer so als Schreckreferenz für die anderen nach dem Motto, wenn du nicht brav bist, ja, so wie bei Asterix und den Normannen, dann blüht dir Militärgeschichte, sondern dass es sozusagen als positive, auch methodische Referenz gilt, dass man sagt, historische Anthropologie von Gewalt, ja, so wie die das in der Militärgeschichte nach der neuen Militärgeschichte gemacht haben. Das finde ich irgendwie auch für andere Zweige attraktiv. Also wenn wir da mal hinkämen, wäre es sicher nicht schlecht. Das leitet schon fast zum letzten Block über Probleme und Perspektiven der Militärgeschichte. Ich möchte aber trotzdem noch Markus Pöhlmann bitten, auch zum Bart über die Entwicklung der deutschsprachigen Militärgeschichte etwas zu sagen. Ich glaube, was die Sichtbarkeit angeht, muss man tatsächlich die nationale und die internationale Ebene getrennt betrachten. Ich glaube, was die nationale Ebene angeht, ist das ZMSBW oder MGFA damals tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal für die Disziplin. Ich muss allerdings Sönke enttäuschen, für den Jahresetat des ZMSBW kaufen wir heute keinen einzigen Panzer mehr.
Das reicht also nicht. Historikerinnen und Historiker sind sehr billig eigentlich im Vergleich zu anderen Gütern. Ich glaube, was die nationale Ebene angeht, sind wir kein besonders relevantes Subdisziplin. Da muss ich also tatsächlich etwas Wasser in den Wein gießen. Ich glaube, das läuft auch ohne uns und wir müssen uns bemerkbar machen, vielleicht stärker als früher, weil möglicherweise das Militärische insgesamt in der Gesellschaft immer weniger wahrgenommen wird, obwohl es da ist und mit all den damit verbundenen Gefahren, denke ich auch. Und das wäre interessant zu sehen, ob das Auswirkungen auf die Standing oder die Wahrnehmung der Militärgeschichte als Subdisziplin auch Auswirkungen hat. Ich glaube auch, dass wir in Deutschland weiter starke Ressentiments haben im akademischen universitären Milieu, was eine Generationsfrage ist, glaube ich. Dieses Problem dürfte in Zukunft geringer werden. Ich sehe das vor allen Dingen bei der älteren Generation weiterhin. Also es geht von freundlichem Desinteresse bis zu offener Aversion. Und das ist eigentlich was mich immer auch wieder beunruhigt, weil es auch einfach nicht gerechtfertigt ist. Dafür gibt es keine empirische Basis für die Haltung, würde ich sagen. Also da auf der nationalen Ebene eher, VDH ist bereits genannt worden, eher ein eher skeptisches Bild. Auf der internationalen würde ich es gar nicht so negativ sehen. Ich glaube, wenn man diese ersten begriffliche Irritationen ausgeräumt hat, ja, wenn man von Military History oder Histoire Militaire im Ausland spricht, ist das was völlig anderes, als wir es in Deutschland interpretieren würden. Dann ist, glaube ich, die Bereitschaft, deutsche Militärgeschichte auch wahrzunehmen, die Sprachproblematik ist angesprochen, ist doch relativ hoch. Und da würde ich auch nochmal vielleicht auf einen Aspekt hinweisen, der, ich glaube, Sönke hat den vorhin schon erwähnt, das ist natürlich die Rolle der, sagen wir mal, der Expats, gerade in angelsächsischen Ländern, es sind einige schon genannt worden, Michael Geier zum Beispiel nicht, Holger Herwig, oder auch Karin Hagemann, Holger Afflerbach, die Leute, die über einen ganz langen Zeitraum im Ausland sind und da auch eine gute Arbeit machen und die so ein bisschen die Mittler zwischen diesen beiden Welten sind. Und die spielen, glaube ich, in unserer Subdisziplin eine ganz wichtige Rolle vielleicht auch. Die so auch Transferleistungen sehr wichtige machen, ja. Vielen Dank, Herr Böllmann. Ich wollte sagen, für alle die uns zuhören, jetzt schon über eine Stunde, wir machen jetzt noch eine letzte Runde und dann ist dran gedacht, dass Sie auch als Zuhörer, Zuhörerinnen Fragen stellen können, Kommentare einbringen können. Dafür haben wir auch noch Zeit vorgesehen. Ich sehe, es gibt im Chat auch schon Anregungen, etwa, dass man bei der Sprachproblematik auch ans Französische denken soll, etc. Wir kommen dazu. Gehen wir noch zur letzten Runde im Panel Probleme und Perspektiven der Militärgeschichte. Einiges wurde jetzt eigentlich schon angesprochen. Auf der einen Seite diese Frage, es ist eine florierende Disziplin auf der jeden Fall. Es gibt aber wenig Lehrstühle. Diese mangelnde theoretische Fundierung könnte man auch noch ansprechen. Wir haben immer von der Vielfalt von Ansätzen gesprochen. Wenn man genau hinschaut, gibt es nicht doch auch sowas wie Hegemonien, bestimmte Themen, die besonders stark erforscht werden, andere, die eher nur marginal sind? Wir haben auch schon indirekt angesprochen, das Verhältnis zur breiteren Öffentlichkeit. Inwieweit ist die moderne Militärgeschichte auch in der Öffentlichkeit angekommen? Die moderne, sage ich jetzt, Stellenwetter Kriegs- und Militärgeschichte in öffentlichen Debatten, auch im Hinblick auf die Frage eines Geschichtsrevisionismus, der ja gerade in der Militärgeschichte auch außerhalb der Universitäten, würde ich mal sagen, blüht. Zumindest am Beispiel Österreichs könnte man das gut darlegen. Wohin steuert Potsdam mit seiner militärhistorischen Forschung, militärhistorischen, was sind da die Zukunftsperspektiven etc., unbestellte Felder? Also wo sehen Sie die größten Herausforderungen und Probleme der deutschsprachigen Militärgeschichte in den kommenden Jahren? Viele Fragen, die wir da untergebracht haben, aber Sie haben sich wieder einige ausgesucht, die Sie vertiefen wollen. Wer will beginnen? Ja, Sönke Neitzel, bitte. Ja, nur einige ganz kurz. Ich glaube, das ist die Aufgabe von
uns ist, die jetzt irgendwie eine Professur haben oder eine Akademieposition, eine Institutsposition, eben dieses, das, was erreicht wurde schon, und es ist viel erreicht worden, eben weiter ins Fach und in die Gesellschaft zu tragen. Also, dass man eben versuchen muss, jetzt, was wir gemacht haben mit der Forschergruppe, das ist ja schon mal wunderbar, dass es geklappt hat, dass man auch im Fach sagen, präsent ist. Und es sind ja einige, die jetzt über die Militärgeschichte hinaus sehr im Fach präsent sind und sehr gut vernetzt sind. Und das muss man eigentlich machen. Und damit wird die Militärgeschichte eben auch selbstverständlicher. So, ne? Und wenn man das noch sieht, mein Vorgänger Bernhard Grüner, also ich habe da mehrere Dinge erlebt, das war noch so ein bisschen, ist der überhaupt C4? Was macht denn der da? Obwohl nun wirklich Bernhard Grüner ein breit gebildeter, methodisch breit gebildeter, also wahrscheinlich von keinem mehr zu erreichen, von der Frühneuzeit bis in die Moderne, ein exzellenter Historiker war. Aber innerhalb der Zunft, sage ich mal in Anführungsstrichen, war das sicherlich schwierig. Und da würde ich sagen, wenn ich so in die Runde blicke, haben wir Jüngeren es irgendwie einfacher. Es ist, ich kann das jetzt so für die Zeitgeschichte sagen, also dass mir da, also es gibt natürlich Auseinandersetzungen, die sind in der Regel inhaltlich oder politisch. Das wird in der Zeitgeschichte ist ein hartes Feld. Aber wenn man jetzt mit den vernünftigen Leuten irgendwie redet, also da, also ist nicht die Frage, dass ich jetzt Militär mache, das ist jetzt irgendwie nicht das Problem aus meiner Sicht. Und ich weiß nicht, Marian, das wird bei euch in der frühen Neuzeit, glaube ich, ähnlich sein. Und das ist aber auch unser Auftrag. Also ich sage immer, die Generation Stig Förster, Krummeich, Gröner, die haben bestimmte Dinge etabliert und die haben die Handbücher geschrieben und so. Und wie unsere Generation muss jetzt dann eine nächste Stufe zünden und dann die nach uns kommen, sagen wieder eine. Das müssen wir als Auftrag eben nehmen, wenn wir jetzt selber die Best Age sind. Stig war 44, als der AKM gegründet worden ist, dann müssen wir sagen, das auch nehmen. Ich glaube, das in die breite Öffentlichkeit zu tragen, das wird mir jeder abnehmen, dass ich daran intensiv beteiligt bin. Und das kann man, glaube ich, sehen, dass es ja auch ein großes Interesse gibt. Also es gibt, also vielleicht ist es sogar die Subdisziplin, die am meisten eine breite Öffentlichkeit interessiert. Also wenn ich nach wie vor aufs Fernsehen, Internet die Spiele und so anschaue, da brauchen wir uns alle nicht zu beklagen, dass es da irgendwie kein Interesse gibt. Das ist sehr groß. Geschichtsrevisionismus finde ich interessant, weil das deutlich macht, was wir eben auch machen müssen. Und hier, Roman Töppel ist hier anwesend. Die Militärgeschichte hat ja auch das MGFA lange Zeit einen Riesenbogen um die Operationsgeschichte gemacht. Also je weniger man eigentlich mit dem Kern des Krieges zu tun hat, desto besser. Und das war auch, glaube ich, für die Bundeswehr ein Fehler. Denn deswegen hat man eigentlich viele Bereiche den Bahnhofsbuchhandlungen überlassen. Es ist gerade eine tolle Ausstellung über die Fallschirmjägertruppe am MHM in Dresden und Magnus Pahl hat ja auch ein schönes Buch dazu geschrieben. Und genau in diese Bereiche reinzugehen, da kann man eben interessante Dinge, auch sagen kulturgeschichtlich interessante Dinge, aber man muss dann eben schon ein Panzer von einem Flugzeug unterscheiden können und darf diese Interpretationen vom Kämpfen und von Mythen eigentlich nicht der Bahnhofsbuchhandlung überlassen. Auch von Technik zum Beispiel. Ist ja auch ein ganz großes Problem von uns, weil wir alle von Technik nichts verstehen und das alles dem Motorbuchverlag überlassen, obwohl das ganz viele ganz interessante Fragestellungen sind. Und wenn sich die Bundeswehr früher mit Taktik beschäftigt hätte, der Wehrmacht, hätte es nie so einen Mythos der Wehrmacht geben können, einer vermeintlichen Superarmee irgendwie nicht. Man hat das eigentlich, also die Geschichtswissenschaft hat sich darum gar nicht gekümmert, das MGFA hat sich darum wenig gekümmert, würde ich sagen. Und deswegen konnte das halt irgendwie so auch wabern in der Truppe. Also wenn wir Geschichtsrevisionismus auch bekämpfen wollen, da muss man, ich finde, wie es der AKM auch vertritt, eben alles machen und eben auch sozusagen in das also Schlachten, ne? Zig Förster, Markus Pöllmann, der Gwalter haben das gemacht, Marian hat das gemacht, da muss man sozusagen in diesem Bereich auch gehen und dann, ja, dann kann man bestimmt, also auf einer guten, auf einer klugen Weise auch diese Mythen zerstören und dann aber auch uns Anschluss finden an einen Diskurs, wie er ja auch im englischsprachigen Raum da ist. Also da ist militärisches Lernen sehr weiterentwickelt, gibt es viele Bücher dazu, daran beteiligen wir uns wie relativ wenig, nicht? Und da sind Amerikaner auch zum Teil viel weiter, die sich dann mit der Wehrmacht als Institution beschäftigen, und zwar jenseits der Verbrechen. Also da haben wir, glaube ich, da sind wir auf einem guten Weg, glaube ich, wir haben es auch erkannt,
Und wir müssen das, glaube ich, als Verpflichtung sehen, diese Breite, die sich abgebildet hat aus den 25 Jahren Geschichte, die auch zu übersetzen und anzunehmen. Und da glaube ich, dass es heute weniger, würde ich wahrnehmen, weniger Berührungsängste gibt. Mittlerweile gibt es eben eine Dissertation am ZMSBW zur Operationsgeschichte der Waffen-SS. Das wäre vor 10 Jahren, hätte der Amtschef einen Herzinfarkt bekommen. Der jetzige Amtschef bekommt halt keinen Herzinfarkt oder leitende Historiker, und das ist ja gut. So soll es ja sein. Und es ist ja nicht das, was sie nur machen, aber es ist eben auch möglich. Und da sind wir, glaube ich, weitergekommen. Und wenn wir den Weg weitergehen, sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Vielen Dank. Ja, Stick, bitte. Ja, ich sehe hier gerade eingeblendet, kommen immer wieder irgendwelche Voten von unserem Publikum. Da geht es dann um die Sprachenfrage, wo man dann alles sich engagieren könnte. Ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir uns zu sehr immer auf die Angelsachsen konzentrieren. Mhm. Mir ist nämlich aufgefallen, dass einige von den Sachen, die ich selber geschrieben habe, ins Ungarische übersetzt wurde, ins Russische übersetzt wurde, ins Bulgarische oder eben ins Japanische. Das ist nämlich keineswegs so, die deutschsprachige Militärwissenschaft so sehr hinter den Angelsachsen hinterherhinkt. Sie hat gegenüber Menschen in Osteuropa durchaus auch eine Vorbildfunktion. Und auch, das geht da bis hin nach Japan. Also da ist eine Menge los. Man muss allerdings eben gucken, dass man die internationale Kooperation verstärkt. Und was ich zum Beispiel ganz großartig fand, war eine Tagung 2013 in Hannover, organisiert von der Volkswagen-Stiftung, der Erste Weltkrieg als Weltkrieg. Da waren dann Kolleginnen und Kollegen aus Indien und aus Afrika und so weiter, die dann also über den Ersten Weltkrieg in Indien und so weiter referiert haben. Solche Sachen sollten wir öfter machen. Ich weiß, das ist teuer, aber wir müssen gucken, dass wir sowas organisiert kriegen. Eben ein internationales Diskussionsforum, wo man dann solche Leute eben dabei hat. Die andere Sache ist, was ich als Problem empfinde, ist mir leider in meiner Zeit als Vorsitzender nie gelungen. Wir müssen gucken, dass wir mit dem Deutschen Historiker- und Historikerinnenverband besser ins Gespräch kommen. Wir müssen auch auf Historikertagen, wenn es dann wieder welche gibt, mal ein militärhistorisches Panel einrichten. Derlei Dinge müssen wir also versuchen, dass das in Zukunft besser funktioniert. Und das Dritte, was ich noch sagen will, ja, es gibt, da hat Markus völlig recht, es gibt, und Sönke auch, es gibt also in der Bevölkerung, in der deutschsprachigen Bevölkerung, auch in der Schweiz übrigens, durchaus ein großes Interesse an Militärgeschichte. Und es ist eigentlich ziemlich bedauerlich, finde ich, dass dieser Markt, was also den Büchermarkt angeht, im Wesentlichen von angelsächsischen Autoren bevölkert wird, zunehmend auch von französischen Autorinnen und Autoren. Das wird dann übersetzt ins Deutsche. Vieles davon könnten wir eigentlich selber machen. Und das sollten wir auch. Und da denke ich mal, ist es von großer Bedeutung, dass wir nicht immer nur publizieren in Fachchinesisch für unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen, sondern wirklich die Sache so schreiben, dass man lesen kann, dass es wirklich interessiert. Und da muss man dann eben auch mal Geschichte erzählen. Und da kann man sich schon an einigen angelsächsischen Autorinnen und Autoren wirklich ein Beispiel nehmen. Und das sollten wir vielleicht verstärkt betreiben. Ja, vielen Dank. Diese Frage, wie viel lesen? Ja, Wenke Metterling ist die nächste, dann noch zwei. Ich muss jetzt schon ein bisschen auf die Zeit schauen, dass wir nicht zu lange die Statements machen. Wie lange dürfen wir denn insgesamt, Christoph Nübel, stehen Sie uns ein bisschen mehr Zeit zu als bis 16:30? Gut, keine Antwort, dann das nehme ich als positiv. Genau, wir hatten vorher abgesprochen, dass Zoom läuft weiter. Also wenn wir ein bisschen überziehen, gibt es keinerlei technische Probleme. Okay, super, danke. Dann Wenke Metterling. Ja, was Dick gerade meinte und auch Sönke angeregt hat,
kann ich nur unterstreichen, aber mir fällt dann gleich für Deutschland wieder diese Lehrstuhlproblematik ein. Also wem kann man anvertrauen, ein schön geschriebenes Narrativ, dickes Buch für die Öffentlichkeit zur Militärgeschichte zu schreiben? Als Doktorand, Habilitant oder Doktorandin, Habilitantin ist das schwierig, weil wir erstmal die Qualifikationsschriften abarbeiten müssen. Eigentlich kann man solche Bücher erst in einem Festanstellungsverhältnis schreiben. Was mich gleich zum nächsten Problem führt, lange war für uns deutsche Historiker der britische und der US-Markt, auch noch manche in Europa, eine gute Alternative, wenn es mit einem Lehrstuhl in Deutschland nicht geklappt hat. Und die Kollegen und Kolleginnen im Ausland sind ja auch durchaus glücklich und vieles spricht dafür, auch mal die Bundesrepublik zu verlassen. Wenn ich mir aber die Finanzentwicklung in Großbritannien und den USA anschaue, was Geschichtsfakultäten angeht und das Unisystem insgesamt, wird mir ganz anders. Und jetzt die Finanzengpässe der Corona-Krise müssen ja erst in den nächsten Jahren noch verarbeitet werden in den jeweiligen Haushalten. Die US-Fakultäten haben völlig unabhängig von Corona, also in der Zeit davor, in den allerletzten Jahren ein Drittel ihrer Stellen abgebaut, weil die studentische Nachfrage nach dem Fach Geschichte total eingebrochen ist. In Großbritannien, denke ich, war das weniger die Nachfrage von Studenten als vielmehr Haushaltsengpässe. Und das sind so Dinge, die mir im Kopf umherschwirren, die für die deutsche Geschichtswissenschaft und die Militärgeschichte im Speziellen noch auf uns zukommen. Also welche Kürzungen haben wir zu erwarten? Müssen wir künftig mit noch weniger Stellen operieren? Immerhin haben wir die Insel der Glückseligen am ZMSBW und ich persönlich bin auch total dankbar, dass es diese Institution gibt. Ich hoffe auch lange gibt. Ja, da wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Die Uni Wien hat gerade einen Aufnahmestopp für ein halbes Jahr jetzt mal verhängt. Aber die Studierendenzahlen in Geschichte steigen bei uns, ganz eindeutig. Oh, schön. Corona-bedingt. Ja, Herr Füssel, Sie haben sich auch noch gemeldet. Ich wollte noch was zu den konzeptionellen Herausforderungen sagen, jetzt weniger zu den institutionellen. Ich denke, was ein Signum unserer AKM-Tagung ist, dass das wirklich teilweise vom alten Ägypten bis Afghanistan sozusagen geht, also von der alten Geschichte bis zur unmittelbaren Zeitgeschichte. Das ist eigentlich immer eine ganz starke Sache. Es führt aber natürlich auch zu so einem Nebeneinander, ja, dass man das dann irgendwie interessiert sich anschaut und dann kommt the next one. Ja. Wichtig ist, glaube ich, dass man wirklich auch diese lange Longue-Durée versucht, konzeptionell aufzufangen. Also ich glaube, viele historische Studien fahren so im Fahrwasser der erweiterten Mikrogeschichte. Jeder hat so seine speziellen Kenntnisse über spezielle Fälle. Gerade in der Gewaltforschung ist das eigentlich auch so der Goldstandard, ja, die dichte Beschreibung. Und wenn dann überlassen wir es irgendwie Psychologen, Soziologen, Politikwissenschaftlern aus anderen Disziplinen und Fächern, dann so Narrative von 2000 Jahren zu schreiben. Und da kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen als Historiker, dass ich dann, auf welcher Grundlage machen die das eigentlich oder so? Und Sönke hatte ja vorhin einen ähnlichen Fall angesprochen. Man darf aber sozusagen das Feld auch nicht einfach räumen und sagen, ich kann jetzt hier meine 7 Jahre im 18. Jahrhundert behandeln und dann ist es aber auch gut damit oder so. Aber man darf sich natürlich auch methodisch nicht überfordern. Aber ich denke, der Arbeitskreis hat einfach über die Jahre sozusagen diese interepochale Expertise aufgebaut und sie sollte auch weiter genutzt werden, weil ich glaube, das ein ganz starker Punkt ist, um auch solchen populären Narrativen, wird die Gewalt in der Geschichte eigentlich immer mehr oder immer weniger oder gibt es auf und ab und so weiter, dass man da mal eine prägnante Antwort drauf hat und nicht einfach sagt, ja, das stimmt alles nicht, das ist alles zu pauschal, zu allgemein, sondern eben unsere Historisierungsqualitäten sozusagen auch in diesem Feld wirklich ausspielen kann. Also ich denke, das ist eine konzeptionelle Herausforderung. Die kann man jetzt nicht an eine super Frau oder super Mann sozusagen einfach delegieren, sondern die geht irgendwie alle historisch Arbeitenden an und das natürlich nicht nur im Bereich der Militär- und Gewaltgeschichte, aber das ist ein Feld, was mir aufgefallen ist in der letzten Zeit, dass es in den Buchhandlungen sich Bücher türmen, wo immer bezeichnenderweise schon die ganze Welt vorne drauf ist, ja, wo man weiß, jetzt geht es irgendwie vom Urschleim bis zur Postmoderne und das scheint irgendwie eine Nachfrage zu bedienen. Und die Militärgeschichte kann sich natürlich auch schlecht bedienen, aber wir sollten es versuchen, es möglichst gut zu machen. Also es wäre ein starkes Plädoyer für Längsschnitte auch zu einzelnen Themen. Ja, Herr Böllmann. Ich Foster schreibt hier gerade ein. Ja, genau. Herr Böllmann, Sie haben das letzte Wort in dieser Runde.
Ja, vielen Dank. Daran anschließend vielleicht, das ist in der Tat natürlich eine Stärke immer gewesen, das Epochenübergreifende im AKM, führt aber auch dazu, dass man manchmal den Tiefgang preisgibt. Also wer sozusagen in die Länge guckt, der kann nicht nach unten gucken. Was ich interessant fände, ist, wenn man hier es vielleicht auch über die Begrifflichkeiten mal versucht. Begriffsgeschichte, glaube ich, ist ein Feld, was wir ganz zu wenig ist jetzt in der Hinsicht beforscht haben, wenn wir auf die großen Leitbegriffe nochmal zurückgehen. Was ist Krieg, was ist Frieden, was ist Strategie, was ist Doktrin, was ist Taktik? Da wäre das, wenn man das auf die lange Bank sozusagen mal scratcht und von Plato bis NATO sozusagen betrachtet, dann wäre das für mich eine interessante Herausforderung noch. Und das andere ist, die Schnittstellen auszuloten zur Gewaltgeschichte. Natürlich, Gewaltgeschichte ist lange praktiziert worden als eine Militärgeschichte ohne Militär. Und da ist natürlich nochmal interessant zu gucken, wo ist überhaupt der Stellenwert des Militärs in der Gewaltgeschichte? Und ich glaube, das ist gar kein Gegeneinander, sondern da geht es eher darum, so ein bisschen untereinander auszuloten und die Schnittmengen auch auszuloten. Ja, und das Gleiche könnte man für die historische Friedens- und Konfliktforschung, denke ich, auch sagen. Da gab es ja diese Condottieri-Tagung, war ja, glaube ich, ein gemeinsames Projekt, steht mit dem Arbeitskreis. Ja, okay, vielen Dank für diese Lebendigkeit auch der Beiträge in der Diskussion.